Heute kommt eine ganz besondere Folge und zwar mit Marcel Knopf, der für mich einer der Gründungsväter des Online-Marketings in Deutschland ist und dies seit über 15 Jahren erfolgreich betreibt, hat eine eigene Agentur aufgebaut mit Fastlane-Marketing, ein Softwareunternehmen gelauncht mit OnePage.io und noch nebenbei ein Marketing-Event-Format etabliert mit This is Marketing, wo dieses Jahr über 3000 Leute teilnehmen werden. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass er sich Zeit genommen hat, sehr viel Zeit sogar genommen hat, um darüber zu sprechen, was seine erfolgreichsten Projekte waren, was seine erfolgreichsten Kampagnen waren, die Erfolgsfaktoren wirklich auch als Agenturinhaber, worauf man achten muss, um wirklich auch im Performance-Marketing sich durchzusetzen. Und vor allem verrät er uns auch, was die meisten Stolpersteine sind, wirklich für Gründer und auch Unternehmer, die es nicht schaffen, ihr Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Das bedeutet, das ist eine Folge, die du wirklich bis zum Ende ansehen oder anhören willst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Marcel Knopf. Ich freue mich extrem auf dieses Interview, Marcel, denn man muss sagen, Marcel und ich gehen schon ein paar Tage zurück. Ich würde sagen, tatsächlich 8, 9 Jahre, weiß ich noch, war ich in Sofia bei einem Klicktipp-Event und links und rechts murmelten die Leute so ein bisschen, oh, da ist Marcel Knopf, da ist Marcel Knopf. Und ich so, wer ist Marcel Knopf? Na, und alle waren so, Robert, du kennst Marcel Knopf nicht? Na, und ich so, nee, klär mich auf. Ja, der steckt tatsächlich hinter relativ vielen erfolgreichen Internetprojekten. Und das war der Moment so, oh, vielleicht sollte ich mich mal mit Marcel unterhalten. Und ich weiß bis heute, Marcel, wirklich großes Kompliment. Ich glaube, einer der smartesten und sympathischsten Leute, die ich entlang meiner Karriere irgendwie kennengelernt habe. Und witzigerweise durch Zufall, durch einen Freund, der meinte, hey, ich habe dieses super coole neue Tool, OnePage.io nutze ich, habe noch nie was Vergleichbares irgendwie gefunden, bin so glücklich damit. Und rate mal, wer dahinter steckt. Marcel Knopf. Und das dachte ich mir als Aufhänger zu nehmen, mal wieder mich bei dir zu melden und zu fragen, ob du Zeit für ein Interview hast. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Robert, erstmal vielen, vielen Dank für die sehr, sehr netten Worte und die coole Intro. Jetzt muss ich abliefern auf jeden Fall in dem Interview. Jetzt musst du liefern. Wir können ja direkt bei deinem Baby anfangen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so der einfachste Einstieg. Denn tatsächlich muss man ja sagen, so Webseitenbilder, muss man ja sagen, ist, würde ich sagen, von außen betrachtet ein relativ roter Ozean. Na, da gibt es ja zahlreiche Anbieter, die sich da tummeln. Nichtsdestotrotz bin ich auf eure Landingpage gegangen, habe auch bei dem Freund sozusagen relativ viel mit dem Tool rumgespielt und war so, krass, irgendwie haben sie ja dann doch nochmal einen ganz anderen Winkel gefunden, den ich im Markt euch heute auch mit nichts anderem vergleichen kann. Kannst du sagen, wie ihr drauf gekommen seid und wie ihr dann am Ende überzeugt war, OnePage.io zu launchen? Also das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, den du bringst, auch mit dem roten Ozean und da sein Product-Market-Fit zu finden in dieser doch kompetitiven, in diesem kompetitiven Landscape, das war auf jeden Fall für uns auch am Anfang eine Herausforderung, kann ich ja gleich auch ein bisschen erzählen, es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis wir dann an dem Punkt waren, dass es wirklich ein Treffer war. Aber vielleicht erstmal vorneweg, um das so ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, es gibt halt, wenn man sich Webseiten bauen und Page-Building allgemein anschaut, das Thema ist schon sehr alt. Ich glaube, es gab schon vor über 10 Jahren, gab schon Page-Builder, da wurde auch schon Page-Builder investiert und da wurde schon gemacht und getan. Aber und es gibt heutzutage ganz viele, die im Einsatz sind. Aber eine Sache hat sich eigentlich nie geändert, nämlich, dass trotzdem es immer noch ein sehr hohes Frustrationslevel gibt. Also wenn du jetzt mit jemandem redest, und du ihn fragst, hey, und der hat schon mal irgendwas gebaut, dann hat er mindestens eine Geschichte, wo irgendwas überhaupt nicht funktioniert hat und keine Ahnung, ich habe eine Webseite abgespeichert und zerschossen. Ja. Und das gibt's schon immer. Und da haben wir uns schon fast dran gewöhnt, dass das so ist. Aber ja, Nikita, mein Partner und ich, wir haben uns die Frage gestellt, kann das auch anders funktionieren? Und vielleicht einen anderen Schwerpunkt haben. Und wenn man sich jetzt so diesen Landscape anschaut, was es so gibt, dann gibt es halt die Lösungen, es gibt Lösungen für alles, das ist zum Beispiel WordPress. Mit WordPress kannst du halt alles machen, sehr generalistisch, aber dadurch halt auch buggy, du vergisst ein Plugin zu installieren und alles bricht dir zusammen. Ja. Dann gibt es sehr einfache Lösungen für Otto Normalverbraucher, der irgendwie nur eine Gärtnerei hat und der baut sich dann mit Wix.com oder Jimdo oder sowas seine Seite, ist aber sehr eingeschränkt, kann eigentlich ganz wenig damit machen. Dann gibt es die Profi-Tools, Webflow zum Beispiel. Damit baust du dann High-End-Seiten, wo du wirklich machen kannst, dass eine Rakete von rechts oben nach links unten durchs Bild fliegt. Die aber letzten Endes eigentlich, du musst ein bisschen tech-savvy sein, damit du was wirklich Gutes damit bauen kannst. Wenn du nicht ein bisschen tech-savvy bist, dann schaffst du es nicht. Und es dauert auch relativ lange, was Geiles zu produzieren. Es geht jetzt auch nicht so schnell. Und
OnePage ist ein Page-Builder, der darauf ausgerichtet ist, die Produktivität in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, das Ziel sollte sein, eine sehr, sehr gute Seite, einen guten Funnel, einen guten Flow zu bauen und das in einer sehr kurzen Zeit, um dabei dann effizient zu sein. Und das gibt es mit diesem Fokus noch nicht. Und das ist unser USP. Und wenn man sich anguckt, wer so unsere Kunden sind, die sehr viel mit uns arbeiten und wachsen, dann sind das vor allem eben Unternehmen, die viel online machen. Und das sind eben moderne Unternehmen, die repetitive Prozesse haben. Ganz viele Agenturen, weil Agenturen ist eigentlich das Paradebeispiel. Du hast halt immer wieder das Gleiche. Du versuchst effizient zu sein, weil Zeit ist Geld. Und da haben wir so unseren Schwerpunkt gefunden. Und diese Productivity mit einem sehr starken Design-Fokus, das ist das Erfolgsrezept von OnePage. Und kann man auch widerspiegeln, an dieser Stelle grüße ich meinen Freund Florian, der sozusagen sehr begeisterter Kunde bei euch ist, dem ich jetzt auch nicht zuschreiben würde, dass er sehr techy ist, ne? Aber der da durchgeflogen ist und wirklich da die Sachen gebaut hat und am Anfang sozusagen auch ein Agenturmodell sozusagen auch heute noch hat und auch am Anfang so gesagt hat, Mist, ich brauche jemanden für die Delivery, ich brauche jemanden mehr, der mir diese Seiten baut. Ne? Ja. Hatte dann auch jemanden gefunden, der ihm die Sachen gebaut hat, der aber ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube nicht so richtig aus dem Quark kam und dann meinte er so, komm, ich mach das einfach mal. Ne? Ja. Und dann hat er das einfach selber in ein paar Minuten gemacht und heute sozusagen auch undenkbar hat er das irgendwie immer besser gemacht, immer mehr perfektioniert, um sich jetzt wieder jemanden suchen zu können, der das übernehmen kann. Aber das war so cool zu sehen, dass du, was du gesagt hast, dass es halt so einfach ist, dass wirklich jemand, der keine große Erfahrung hat mit diesen Tools, weil wenn ich ehrlich bin, so WordPress nutze ich auch nur im Background wie für Sachen wie ClickFunnels oder so, weil ich denke, oh Gott, ist das kompliziert. Hier Webflow erzählen mir immer Leute, die irgendwie Design und so beherrschen. Da will ich mich gar nicht reintrauen irgendwie. Und wo ich euch auch ein großes Kompliment machen muss, ist, dass ihr einen Fokus auf Design habt. Ne? Weil tatsächlich die Templates und so, die ich gesehen habe, dachte ich mir, ey, mit Design kannst du heute noch super rausstechen im Markt. Ne? Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist diese Kombination aus Einfachheit und aber auch Veränderbarkeit. Weil wenn du jetzt mal so betrachtest, wenn du jetzt, nehmen wir nochmal dieses Wix.com-Beispiel. Einfach ist das. Du baust es zusammen, es ist einfach. Aber du kannst sehr wenig verändern. Und bei uns ist es so, du hast diese vordesignten Elemente, die sind einfach sehr schön. Wir haben einen tollen Chefdesigner, der einfach einen Top-Job macht. Und das wirklich, Kompliment. Der einfach eine coole Vision auch selber verfolgt, die er in dem Produkt auslebt. Und der designt diese Presets und diese Presets sind halt sehr schön. Das heißt, wenn du jetzt keine Ahnung hast, und du fügst einfach die Presets zusammen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Seite nicht völlig scheiße aussehen wird, ist sehr hoch, weil du kannst einfach nicht so viel falsch machen. Auf der anderen Seite, wenn jemand ein bisschen mehr möchte und sagt, ich habe eigentlich eine konkrete Vorstellung, was Farben, Fonts, Anordnung und Elemente angeht, kann er das aber machen. Und diese Kombo ist, glaube ich, selten. In der Regel hast du starre Systeme oder hohe Flexibilität, aber häufig hast du nicht die Einfachheit eines starren Systems mit Presets in der Kopplung mit Flexibilität sehr viel daran zu ändern. Und das ist so das Interessante und du hast den Punkt auch sehr gut gebracht. Es ist ein roter Markt und wenn ich jemandem erkläre, dass wir in diesem Markt sind, dann verstehen die erstmal gar nicht, was ich da will. Und wenn aber jemand mal wirklich ein bisschen näher dran war und mal selber mit dem Thema ein bisschen Berührung hatte, du, wie du jetzt zum Beispiel, du verstehst es sofort, weil du genau den Unterschied weißt, was ich damit sagen will. Und ein Nutzer, der damit arbeitet, der wird den Unterschied wertschätzen. Und deswegen gewinnen wir auch diese Competition. Und wir werden verglichen mit allem, also auch mit Insellösungen. Es gibt ja auch so viele Softwarelösungen für so Multi-Step-Funnel, für Recruiting, wo wir auch gewinnen. Und weil wir das halt voll integriert haben in OnePage. Und am Ende des Tages, das gesamte Package, was wir haben, einfach egal, ob du Recruiting machst, ob du Agenturleistungen hast, ob du ein eigenes Unternehmen hast, wir einfach da den Wettbewerb schlagen, weil unsere Software einfach sehr gut ist. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir so erfolgreich wachsen. Mhm. Es ist halt klassisches PLG, Product-Led Growth, von Anfang an sehr stark aufs Produkt gesetzt. Und das ist auch unsere DNA, sehr product-centric, sehr user-centric an der Software zu arbeiten.
Oh, da müssen wir gleich mal reinspringen. Aber das, was du sagst, ist wirklich der spannende Punkt und das ist halt cool zu hören, weil wirklich du hast diese starren Baukästen auf der einen Seite, wo du wirklich Bilder austauschen kannst, aber den Rest der Seite nicht. Und dann Webflow, wo du alles machen kannst und die Leute komplett überfordert sind. Und das ist halt wirklich cool, weil wenn du es jetzt so sagst, ne, wird jeder sagen, klar ist da irgendwie so ein Sweet Spot, wo die Leute irgendwie ein Bedürfnis für haben und das heute nicht finden, ne? Und dass ihr den gefunden habt, ist relativ cool. Und was du sozusagen sagst mit dem PLG, ist auch ein cooler Gedanke. Seid ihr dann wirklich rangegangen und gesagt, hey, wir versuchen wirklich dieses Produkt so verdammt gut zu machen, dass es irgendwie Traction bekommt? Oder habt ihr auch von Anfang an schon überlegt, hey, wie kriegen wir Leute auch irgendwie da rein? Das muss ja ein bisschen in deinen Marketingfingern ja auch irgendwie gejuckt haben, da Leute von draußen sozusagen reinzubekommen. Was habt ihr da gemacht oder was macht ihr heute? Also die Story ist tatsächlich so, da muss man auch sagen, sehr viel Lernen auf dem Weg. Ich komme ursprünglich aus dem Performance Marketing. Seit 15 Jahren hatte ich das immer gemacht. Und also bin ich auch wie ein Performance Marketer an das Thema rangegangen, habe gesagt, okay, wir machen jetzt ein Webinar. Aus dem Webinar heraus verkaufe ich dann meine Software, und dann kaufen die das und dann ist geil. Und hat auch prinzipiell funktioniert. Wir haben ein Webinar gemacht. Wir hatten direkt ein bisschen Traction drauf. Ich hatte auch ein bisschen schon Audience, die ich mitnehmen konnte. Aber dann sind die uns natürlich haufenweise rausgechurnt aus der Software. Also A, weil die erste Version der Software einfach noch nicht gut war. Also das muss man auch sagen. Ich glaube, das ist auch ein natürlicher Zyklus. Wenn du eine Software-Company startest, du fängst an, du hast etwas auf dem Reißbrett und die User machen etwas völlig anderes damit, als du dachtest. Und die Functionalities, die sie sich wünschen, unterscheiden sich hochgradig von dem, was du selber denkst, was das nächste wichtige Step wäre. Und deswegen, das ist ja normal. Und das war auch unser Prozess. Und da haben wir auch echt ein Jahr lang haben wir wirklich dann sogar mal Marketing mehr oder weniger pausiert, um zu rebuilden, weil wir gewisse Dinge vom Kern her neu machen mussten, neu denken mussten, um skalierbar zu funktionieren in die Richtung, in die wir wollen. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, dieser Performance-Marketing-Ansatz, dieser klassische funktioniert nicht so gut. Und die Erklärung ist auch sehr einfach, weil am Ende des Tages, genauso wie du sagst, es ist ein roter Markt. Und wenn ich jetzt auf eine Webseite draufgehe, egal von welchem Wettbewerber, der irgendwas mit Page Creation zu tun hat, dann steht da überall das Gleiche drauf. Geile Ladezeiten, einfach zu bedienen, schnell, irgendwie cool, bla 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 bla. Und die Paywall, also dann zu sagen, ich gebe jetzt Geld aus oder ich gebe sogar nur 1 Euro aus als für ein Trial Offer, das ist eine relativ hohe Hürde, weil die Leute haben ja schon so viel getestet und so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Und das hat uns dann eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir machen ein echtes Freemium. Das heißt, Free Registry, und erst innerhalb der Software passiert eigentlich die Conversion und das Upgrade in dann später in verschiedene Tarife und Volume-Based. Inzwischen ist das sehr ausgebaut mit Add-ons und sehr, sehr flexibler und modularer Zahlungsplan. Und da war dann der Schlüssel, dass die Leute angefangen haben, mehr mit unserem Produkt zu interagieren und zu merken, oh wow, das ist echt was anderes. Das unterscheidet sich. Und genau. Da kannst du natürlich perfekt das hebeln, was wir am Anfang gesagt haben, ne? Dieses Erlebnis, dass sozusagen du mit Freemium ja die Türen öffnest, die Leute kommen rein, können anfangen damit spielen. Und wenn, glaube ich, jemand, ich glaube, das haben die irgendwann mal bei ClickFunnels irgendwie rausgefunden, wenn die Leute so ihre eigene Domain mit ihrer Webseite verknüpft haben, das war so der Activation Point, wo die Leute so super stolz waren und nie wieder gegangen sind, ne? Kann ich mir Ist vorstellen, bei wenn uns die auch Leute schon das für stark. sich, Also, ja? wenn die Leute erstmal anfangen, ihre Seiten wirklich zu. Ich finde auch immer, es gibt immer so ein cooles Beispiel. Wir haben ja auch teilweise große Agenturen. Also, wir haben ja Agenturen, die wirklich viele 100 Projekte mit uns machen. Also, deren Krass. gesamtes Business de facto auf One-Page basiert. Und ich finde immer, für Nikita und mich ist es immer so eigentlich der Ritterschlag, wenn wir dann sehen, dass die anfangen, ihre eigene Seite mit One-Page zu bauen. Das passiert ganz Nicht nur oft die bei den Agenturen. Kundenseiten, sondern Genau, ja, die bauen am geil. Anfang ihre ganzen Kundenseiten oder ihre Funnel. Zum Beispiel, wenn du jetzt mal so Recruiting nimmst, dann bauen sie halt ihre ganzen Recruiting-Funnel. Und irgendwann denken sie sich, eigentlich könnte ich auch eine Webseite bauen mit One-Page. Und dann lassen die einfach alles andere sein und werden dann zu echten Fans. Und das ist am Ende auch, was dann passiert ist. Also wir sind irgendwann gewechselt von, ich komme mal halt aus dem Performance-Marketing. Das heißt, meine Logik war immer Push, 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 dann kommt auch was raus. Ja. Und das hat sich verändert. Bei OnePage ist es so, wir wachsen jeden Monat organisch sehr stark. Und selbst wenn ich jetzt alle Werbeanzeigen ausschalten würde, dann würden wir trotzdem nächsten Monat weiter wachsen, Geil. weil wir so viele Empfehlungen bekommen und so viel Sichtbarkeit im Markt haben. Und das ist halt durch dieses Product-Led Growth halt auch nur gegeben, weil die Leute einfach weiterempfehlen und sehr zufrieden sind.
oder man sieht es irgendwo mal und sieht, ah, krass, was benutzt du da? Und wir Deutsche sind ja schon so ein bisschen so Tool-Junkies. Wir finden das ja auch immer geil, irgendwie eine neue Solution auszuprobieren. Und daher funktioniert das ganz gut. Ja, das ist so witzig, dass du das sagst. Irgendwann bin ich mal bei Alex Hormozi über ein Video gestolpert und er meinte, es gibt so Promotion-Focused-Entrepreneure und Product-Focused-Entrepreneure. Und ich so, krass, die Welt macht plötzlich voll Sinn. Ne? Und ich glaube, wenn man aus der Promotion-Welt kommt und wirklich so Ja. Performance-Marketing macht und so, dann schielt man schon ab und zu so zu Produkten rüber und denkt sich so, geiles Produkt, sowas hätte ich auch gerne. Ne? Und die auf der anderen Seite mit ihren geilen Produkten denken sich so, Mann, wenn ich so eine Vermarktung wie die hätte, dann würde Ja. es ja bei mir richtig. Und das ist cool zu sehen, dass man das Gefühl hat, dass du jetzt mit OnePage sozusagen auf der anderen Seite des Spektrums das mal Ja. erlebst, wenn sozusagen das Produkt verdammt gut ist, dass man selbst da keine großen Werbeanzeigen braucht und die Leute trotzdem kommen. Ne? Und das ist halt Auf jeden super Fall. spannend Also zu ich meine, hören, das funktioniert. du machst dann auch wieder Marketing. Also wir geben auch wirklich Geld aus für Marketing natürlich. Wir machen halt wieder einiges. Aber es ist halt schon so, dass es sich ein bisschen verlagert hat. Also es ist klar, tracken wir unsere Customer Acquisition Costs und unser Customer Acquisition Cost Repayment und gehen da sozusagen ein bisschen ins Detail. Aber am Ende des Tages ist es schon so, dass ich halt auch mehr auf Brand setze. Wir machen jetzt sehr viel Messepräsenzen. Wir versuchen einfach viel auch mit dem, wir machen ja ganz viel Customer Interviews. Ich glaube, bald 100 habe ich aufgezeichnet mit verschiedenen Kunden. Krass. Und versuchen so im Prinzip dann immer wieder die Leute anzusprechen und mit neuem Input auch zu fördern. Und dann verschiebt sich das halt weg von so einem klassischen Performance-Modell, wo ich irgendwie jeden Morgen, weiß ich nicht, meine Ads optimiere und mir die CTR angucke und die Conversion Rates und irgendwie drei neue Creatives release, mehr hin zu so einer Brand View, wo du so ein bisschen stärker auch aus Branding-Sicht das betrachtest und dann auch mal sagst, okay, ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt hier von der Messe nicht genau weiß, ist, was für ein Return on Investment ich habe. Weil am Ende weiß ich, es war auf jeden Fall trotzdem gut. Wir haben gute Gespräche geführt und coole Leute angesprochen. Hey, das ist so witzig, dass du das sagst, weil im vorherigen Interview hatte ich Dan von Passion.io und er meinte, sein größter Regret aus den letzten 5 Jahren war, dass sie zu spät auf Branding gesetzt haben. Dass sie wirklich nur performance-based waren. Bis heute, er meinte, selbst bis 1000 Kunden in der Software oder so hatten sie gefühlt eine kryptische Webseite. Na, die haben sie dann irgendwann nachgezogen und dann jetzt auch vor 1, 2 Jahren oder so, wenn man immer noch auf eine Webseite bei Facebook geklickt hat, ist man immer noch in eine Geisterstadt von Facebook-Seite gelandet, wo kein Content jemals war. Und sie jetzt sozusagen ein großes Team aufgebaut haben, die sich um Content kümmern. Genau das, was ihr, glaube ich, jetzt von Anfang an richtig macht, na, weil er auch meint, ey, das wird am Ende eine ziemliche Mischkalkulation auch, ne? Weil natürlich viele Fall. Performance reißt du viele Eyeballs sozusagen auf, ne? Aber viele brauchen ja auch genug erstmal Vertrauen, wollen sich ein bisschen auseinandersetzen mit dem Tool, bis sie am Ende sich dann entscheiden. Und ich glaube, ey, auch gerade so Customer Success Stories und so, wenn du da schon welche in der Pipeline hast, das glaube ich, wird ein riesiger Hebel sein, ne? Ich finde auch vor allem Performance Marketing versaut dich so ein bisschen dafür, weil wenn du Performance Marketing machst, dann bist du es irgendwie gewohnt, okay, ich habe jetzt irgendwie 100.000 Impressionen und was weiß ich, 10.000 Klicks, und dann denkst du nur noch in diesen Klicks. Aber eigentlich brauchst du ja gar nicht so viele Klicks. Also, wenn du jetzt mal sagst, also unsere Kundeninterviews, die haben jetzt gar nicht so viele Aufrufe, aber das ist gar nicht relevant, weil die Personen, die die Interviews schauen, das ist unsere Core-Zielgruppe, die upgradet, die ausbaut, die neue mit uns zusammenarbeitet. Und deswegen, ich glaube, dass wenn du aus dem Performance-Marketing kommst, so ging es mir, ich habe diesen Fehler ja auch gemacht. Ich habe einfach die Metriken falsch eingeschätzt. Ich habe nicht verstanden, dass Organic Views einfach nicht genauso gut sind und auch nicht doppelt so gut sind, sondern 100-mal so gut sind wie ein Paid View oder irgendwas, was auf der Paid-Seite passiert. Und ich glaube, da ist schon ein Schlüssel auch für viele Unternehmen, die massiv unterschätzen, was sie eigentlich organisch ausrichten könnten, auch wenn sie gar nicht so große View-Zahlen haben. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, wer sich das anguckt. Ja, das haben wir bei uns auch beobachtet. Ich habe irgendwie vor 2, 3 Jahren oder so ein bisschen mehr auf YouTube gesetzt, habe ein Video pro Woche rausgebracht, ne? Aber in jedem Telefonat mit einem Interessenten waren diese YouTube-Videos, wurden die erwähnt, Glaube ne? ich. Und die Views waren vielleicht so 300, 400. Und wenn es mal gut gelaufen ist, vielleicht 600, ne? Aber nur diese Indikation hat mir auch jedes Mal gezeigt, hey, die richtigen Leute gucken sich's an und es ist immer in Auf der jeden Fall. Customer Journey sozusagen ein wichtiger Schritt. Was noch cool ist, Marcel, das musst du ja so ein bisschen verraten, ne? In eurem Namen OnePage steckt ja gefühlt, ich weiß nicht, ob da ein Trend drin steckt, den ihr direkt auf dem Zettel hattet, aber die
Webseite mit Labyrinth und 1 Million Unterseiten, ne, ist ja doch ein bisschen rückläufig, hat man das Gefühl, ne? Und das drückt ihr ja mit dem Namen eigentlich auch irgendwie so perfekt aus, dass wahrscheinlich häufig nur noch One Page irgendwie benötigt. War das etwas, was ihr beobachtet habt und gesagt habt, hey, das schnappen wir uns als Namen, oder wie ist der Name entstanden? Okay, so ich erzähl's ehrlich, wie es war. Okay. Ehrlich, gerne. Okay, wir hatten der ursprüngliche Name der Firma war eigentlich ConPage für Conversion Pages. Mhm. Das war die Idee. Und so haben wir die Firma auch genannt. Dann haben wir aber festgestellt, als wir in den USA waren und ich dort jemandem das erzählt habe, es gibt in den USA ja das Wort to con somebody und das heißt jemanden betrügen. Ja. Und das heißt, ConPage könnte man auch durchaus interpretieren als Betrügerseiten oder Betrugsseite. Ja, dann werdet ihr in eine andere Richtung gewachsen. Ja. Genau. Keine gute Idee irgendwie. Ja, also, by the way, ist auch ein interessantes Thema, ne? Was wir an Sachen da bekommen, die sich registrieren und also es ist wirklich, da kann man schon bald eine eigene Abteilung vorhaben, nur für Review und Page. Das, also da passiert schon viel, gerade wenn du international gehst, wird's wild, kann ich mal sagen. Genau, so kam das. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, dann gehen wir auf OnePage, weil wir waren ja ursprünglich auf Landingpages ausgerichtet. Mhm. Was dann passiert ist, dass die Leute angefangen haben, nicht nur Landingpages, sondern auch Website mit uns zu bauen. Dem tragen wir auch Rechnung. Also wenn der nächste große Release, der in Kürze kommt, der wird auch nochmal die Menüstruktur nochmal massiv ausbauen. Da sind wir gerade dran. Weil wir sehen, die Leute wollen auch teilweise tiefere Seiten bauen. Yeah. Das wollen wir natürlich auch ermöglichen im OnePage-Ökosystem. Was halt das Ding ist, glaube ich, als Softwareunternehmer, ich habe einmal vor 2 Jahren so einen kleinen Ausflug gemacht, wir haben so ein Vorplanungstool für LinkedIn bauen lassen, ne, und da habe ich das erste Mal diesen Struggle irgendwie mitbekommen, wie schwierig das eigentlich ist zu balancieren zwischen das Tool möglichst simpel zu halten, ne, und wirklich, ich habe das Gefühl, bei neuen Software ist das immer einer der größten Vorteile, dass man noch so alle sozusagen Funktionen kennt, alles ist übersichtlich und zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ActiveCampaign hat das im E-Mail-Marketing unglaublich gut irgendwie hinbekommen am Anfang. Es war alles super intuitiv. Und jetzt gerade bei dem Beispiel auch schlittern die wieder in sowas rein, dass, glaube ich, die User immer mehr nach neuen Features schreien und es langsam nach und nach zu so einem SAP-Cockpit wird. Ne? Und ich jetzt plötzlich mich immer wieder auch in der Software erwische, so, wo ist denn die jetzt Funktion wieder hin? Ne? Und was soll ich denn damit? Habe ich auch noch nie benutzt. Ne? Wie kriegt ihr das? Habt ihr sowas auf dem Zettel und wie balanciert ihr das? Weil ich habe das Gefühl, das ist so die größte Falle, dass die User so schreien, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Und ihr sagen müsst, hey, wir müssen diesen Grad hinbekommen, dass es noch schlank bleibt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ich glaube, Softwareentwicklung ist sehr schwierig und von den meisten wird sie auch unterschätzt im Schwierigkeitsgrad. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich das große Glück habe, dass ich wirklich einen tollen Geschäftspartner habe, Nikita, der eine sehr klare Vision für das Product verfolgt. Also er ist auch der Chief Product Officer und wir diskutieren sehr viel über das Product, aber in der Umsetzung, in der Finalen, also er führt auch das gesamte Development-Team bei uns, ist er dann derjenige, der diese Vision in die Realität umsetzt. Und was Nikita sehr gut kann, ist am Anfang das Ende im Sinn haben. Und ich glaube, das ist so der größte Fehler, den ich immer wieder sehe, wenn ich mit Leuten rede, die Software machen, dass sie zu schnell entscheiden und dann etwas, eine Richtung einschlagen mit einem Feature und die ist nicht so einfach reversibel. Weil wenn die Leute erstmal anfangen, das zu benutzen, dann kannst du es nicht einfach abstellen, das geht nicht. Ja, wegnehmen, da drehen die Leute ja durch. Ja. Genau, und manchmal sogar, wenn du was wegnimmst, das haben wir auch schon mal gemacht, wir haben auch schon mal Funktionen zum Beispiel aus einem Plan raus in einen anderen Plan, das sind halt unpopuläre Entscheidungen und da machst du auch nicht alle glücklich. Auch wenn du gewisse Features einfach nicht umsetzt, dann machst du auch nicht alle glücklich. Das Problem ist, du kannst halt nicht alle glücklich machen, genauso wie du sagst. Und du musst auf der einen Seite natürlich auf deine Community hören, das machen wir auch. Also wir machen sehr regelmäßig Surveys und fragen, was ist the one thing, was du gerade brauchst und versuchen daraus abzuleiten, was ist das Nächste. Aber diese Balance ist eine stetige Herausforderung für viele Softwarelösungen. Und ich glaube, wenn jemand dieses Thema angehen möchte, dann kann ich immer nur empfehlen, am Anfang weniger ist mehr. Also nicht mit zu viel Funktionalität, nicht zu breit, lieber spitz und die Zeit nehmen, lange über etwas nachzudenken. Und auch so ein bisschen darüber nachzudenken, wenn ich etwas anfasse, wofür ist es dann noch gut?
Also, wenn ich schon Rollenmanagement mache für meine Software, wo brauche ich die überall? Was kann ich theoretisch in 5 Jahren noch mit dem Rollenmanagement machen? Was werden die Leute vielleicht dann haben wollen, wenn sie 100 Projekte damit umsetzen? Und da muss man halt vorher drüber nachdenken, weil sonst kommst du in so ein dead vicious circle und du bist nur noch daran, die Sachen zu optimieren und du kommst nicht mehr vom Fleck und kriegst keinen Progress mehr hin. Und das ist leider das Dead End von ganz vielen Softwarelösungen. Das kann ich mir vorstellen, wirklich. Und vom Zielbild sozusagen zu kommen, wo wollen wir vielleicht im Jahr oder 5 Jahren stehen, ne? Also was bedeutet die Implikation, wenn wir die Funktion ausrollen? Das ist ein cooler Gedanke, den, glaube ich, wirklich zu wenig Leute machen. Das ist so von Feature zu Feature zu Feature und irgendwann bist du in so einem Feature-Dschungel, Ja, ja, ich und glaube, die denkst dir Leute so. unterschätzen auch vielleicht, wie groß können sie werden, weißt du? Also du musst schon am Ende des Tages dir sicher sein, okay, ich will, wenn ich wirklich groß werden will, was heißt das in der Konsequenz? Wo breakst du auch? Also es gibt ja auch in der Serverinfrastruktur so viele Breaking Points und da musst du schon vorher halt überlegen, okay, funktioniert diese Infrastruktur, wie ich sie jetzt hier gerade baue, weil sonst habe ich hinterher ein großes Problem. Das ist spannend, dass du das sagst. Ja, wenn du sozusagen, kannst du ein bisschen über die Vision sozusagen reden, weil es gibt ja unendlich Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also ich habe das zum Beispiel, was weiß ich, bei ClickFunnels ist das halt super präsent, weil ich gemerkt habe, die haben diese All-in-One-Lösung versucht. Na, wir sind so E-Mail-Marketing, wir sind irgendwie Member-Seite und haben sich, glaube ich, damit völlig verrannt. Na, also war so, boah, jede Lösung davon ist so semi-gut, na, und die Insellösung ist immer besser, ein Kajabi ist immer besser als eine, ja, was weiß ich, Auf jeden Mitgliederseite Fall. von ClickFunnels. Und dann haben sie, glaube ich, aber auch wieder so eine Rolle rückwärts gemacht und gesagt, hey, wir konzentrieren uns wieder irgendwie auf Funnels und das ist sozusagen Auf unser das Core. Kerngeschäft, ne? Habt ihr da schon eine klare Vorstellung, wo OnePage hin soll? Also du hast es, glaube ich, ein Stück weit auch schon vorweggenommen. Also wir wollen auf jeden Fall unserem Core treu bleiben. Das heißt, was man von uns nicht sehen wird, wir werden nicht plötzlich, keine Ahnung, eine volle Newsletter-Versandfunktionalität machen, obwohl das natürlich Leute wollen. Also es gibt Leute, die uns schreiben und sagen, hey, warum kann ich über euch nicht auch Newsletter versenden? Das wäre ja so geil. Und dann sage ich halt, ja, weil es halt keinen Sinn macht. Also wir haben eine Zapier und eine Make-Integration, wir haben auch eine Direct-Integration zu vielen E-Mail-Marketing-Anbietern. Verschick's einfach darüber und fertig. Ja, wir sind gut in Page-Building, in Flows und sag mal, was wir ja machen, wo wir ein Stück weit uns breiter aufgestellt haben, ist ja, dass wir weggegangen sind von den reinen Pages, auch zu Multi-Step-Funnels, Multi-Step-Flows. Aber da war halt auch die Entscheidung anders, weil das ist das gleiche Ökosystem. Also wenn ich eine Webseite baue, dann macht es einfach Sinn, dass ich auch meinen Funnel darüber abbilden kann, wo ich dann den Eintragungsprozess mache. Das ist sehr eng verzahnt, finde ich, und da braucht es keine zwei Lösungen für. Aber was dann dahinter kommt, auch das ganze CRM und das ganze Management. Wir haben zwar ein sehr einfaches CRM in OnePage und das werden wir bestimmt mal ein bisschen erweitern, aber natürlich, das wird niemals ein HubSpot HubSpot ersetzen, oder ja, das geht einfach nicht. Das ist nicht unser Target. Und im Moment sehe ich da auch keine Notwendigkeit. Wer weiß, was in ein paar Jahren ist und wie ich das dann bewerte. Ich glaube, ab einer gewissen Größe entscheidest du dann vielleicht auch anders, aber Stand jetzt ist das nicht unser Fokus. und das ist, glaube ich, cool, dass du das sagst, dass ihr da so diese unpopuläre Entscheidung gefühlt schon getroffen habt, das auf den Kern sozusagen zu behalten. Weil ich habe das Gefühl, wenn die Leute wissen, woran sie sind, ist auch alles cool, ne? Dann kann jeder damit arbeiten, weiß, hey, für E-Mail-Marketing muss ich mir ein anderes Tool suchen, das wird nicht über die kommen und alles ist Genau. irgendwie cool. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese, ja, ich habe das Gefühl, dieser Simplizitätsgedanke ist auch so spannend, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so mit Go High Level in Amerika. Ich habe das Gefühl, die übernehmen gerade im Sturm irgendwie gefühlt den gesamten Markt, weil sie es wieder geschafft haben, alles simpel zu halten. Ne? Und ich habe das Gefühl, sie haben sich aus jedem Tool irgendwie die Kernfunktionalitäten geschnappt. Ne? Ob das so korrekt ist oder nicht, sich die besten Features von Calendly zu schnappen, die besten Features irgendwie von HubSpot und von Pipedrive sich zu schnappen und auch von ActiveCampaign. Aber du kommst da wieder rein in so eine Software und bist so, ha. Ich verstehe jeden Button. Ich weiß sozusagen, was ich machen muss. Und ich habe das Gefühl, das ist eine unglaubliche Chance, wenn ihr das hinbekommt. Ist auch so im Sinne von dem, was du gesagt hast, mit der Produktivität so schlank zu halten, dass man immer weiß, wo man hinklicken muss und es simpel hält. Ey, dann kann das ja trotzdem groß werden. Das ist vielleicht der Trugschluss der Softwareunternehmer, dass man sagt, man muss irgendwie, keine Ahnung, mehr Features führt zu mehr Customer Base. Aber wahrscheinlich ist das absolut nicht der Fall, ne? Sondern dass man einen Ich würde Kern es auch nicht hat. so sehen, nein. Also man kann natürlich Zusatzfunktionen sich überlegen und daraus was bauen und da gibt es auch immer Ansatzpunkte, aber man muss da einfach, wie du sagst, die richtige Balance finden und nicht zu viele Dinge auf einmal. Und ich habe halt über die letzten Jahre, ich glaube, ich war als
wenn ich so die letzten 15 Jahre zurückblicke, sind jetzt schon tatsächlich 15 Jahre. Wir Krass. hatten es ja eben schon, bevor wir angemacht haben, darüber, dass wir alt geworden sind. Ich fühle es, weil das kommt mir echt gar nicht so lange hervor. Aber als ich anfing, meine unternehmerische Karriere, war ich sehr, ich glaube, das sind auch viele Gründe am Anfang, wollte ich immer so schnell, also alles schnell, 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 so schnell entscheiden, schnell umsetzen, schnelle Ergebnisse. Und das ist tödlich, wenn du Software machst. Also das ist halt ein Long Game und da musst du einfach sehr langfristig denken. Und wenn du langfristig denkst, dann kriegst du halt hinten raus den Hockeystick und agierst auch in die richtige Richtung. Und das hat sich dann so ein bisschen auch übertragen, generell auf meinen Business-Ethos. Und ich operiere ganz anders als noch vor ein paar Jahren und treffe anders Entscheidungen, als ich das vielleicht früher gemacht hätte. Das perfekte Transition, weil zum Beispiel bei Dan und Matthias von Passion.io kam sehr raus, dass der Business Case noch, also Dan hat es auch höflich formuliert, als immer noch ein Gamble, ne, dass das Ding sozusagen aufgeht, weil von Ressourcen und so verschlingt das Ding ja irgendwie verdammt viel. Die hätten wahrscheinlich schon irgendwie ihr Geld damit verdienen können, aber jetzt auch nicht irgendwie gigantisch. Aber macht denen halt einfach unglaublich viel Spaß. Und wenn das Ding sozusagen funktioniert und fliegt, ist das natürlich ein Riesen-Asset, ne? Wie bist du damals da rangegangen? War das irgendwie klar, dass das ein Projekt ist, was erst langfristig irgendwie interessant wird? Hat es dir irgendwie in den Fingern gejuckt, Software zu machen? Oder war es der richtige Mitgründer? Oder was waren die Faktoren? Also ehrlicherweise, ich kann das jetzt auch cooler darstellen, als es ist, aber damals war es ja wirklich so, Realität ich bitte, hatte ja. die Realität so, ich hatte damals mein Agenturgeschäft und neben dem Agenturgeschäft habe ich halt angefangen, so Side-Themen anzuschieben. Und das waren damals zwei Themen. Das war einmal This is Marketing, meine Konferenz, die ich eigentlich gemacht habe damals, um zu sagen, okay, ich kann darüber Kunden gewinnen für meine Agency. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen diese Software und da war ich halt dabei und dachte, okay, das ist ja geil, dann können wir halt die Agenturkunden auch da reinclosen in unsere Software und irgendwie macht das Sinn. Und über die Jahre hat sich das dann verändert und ist dann im Prinzip zu eigenen, ja, Companies geworden und eigenen Ökosystemen. Und dann hat sich auch mein Fokus verschoben und ich habe dann das anders gesehen. Und ich glaube, dass ich heute das wahrscheinlich anders entscheiden würde und da ganz anders rangehen würde an so ein Thema. Aber damals bin ich da wirklich so wie die Jungfrau zum Kind ein bisschen gekommen. Und eigentlich ist das aus dem Agenturgeschäft heraus erwachsen. Ich bin ja auch, also man muss ja sagen, das Agenturgeschäft ist ja ist ein relativ hartes Geschäft, finde ich. Also klar, du kannst es durchoptimieren und dann kannst du damit auch gutes Geld verdienen. Aber es ist halt ein People-Business. Es hat eine begrenzte Skalierbarkeit an einem gewissen Punkt. Du skalierst dann irgendwann nur noch über People. Aber es ist halt eine wahnsinnsgute Schule. Ich habe bestimmt 1000 Geschäftsmodelle analysiert in den Krass. letzten Jahren und sehr viel Einblicke bekommen. Auch teilweise Gründer gesehen, die sehr gut sind in einer schlechten Branche und Gründer gesehen, die schlecht sind in einer guten Branche und dass da einfach Mismatches auch teilweise sind. Und da kam schon so der Gedanke auf, okay, vielleicht gibt es noch andere Spielwiesen. Weil interessanterweise ist es ja so, wenn du mal so guckst, die meisten Unternehmer wechseln ja nie die Disziplin. Also es gibt welche, die das machen, aber die meisten fangen irgendwie mit einer Sache an, keine Ahnung, okay, ich mache jetzt Restaurants und dann machen die ihr ganzes Leben lang Restaurants. Und die kommen jetzt nicht auf die Idee plötzlich, okay, ich mache jetzt nicht mehr Restaurants, sondern ich mache jetzt Software oder ich mache jetzt Immobilienflipping oder was auch immer, ja. Und ich glaube, dass in diesem Wechsel, also das ist Fluch und Segen zugleich, wenn du zu viel springst, machst du nichts fertig. Aber wenn du gar nicht springst, erschließt du dir vielleicht niemals einen interessanteren Markt und ein interessanteres Geschäft. Und deswegen glaube ich schon, dass die Offenheit dafür, sich auch mal ein anderes Geschäft anzuschauen, die ist schon sinnvoll. Aber auch jetzt nicht, das soll jetzt auch nicht so dieser Shiny Objects Syndrome Ja, da musst du sein, wo aufpassen man jetzt, dann Marcel. irgendwie. Ich sehe schon, alle quitten ihr Unternehmen morgen nach der Folge und sagen, Ja. Marcel hat gesagt, ich muss was komplett anderes machen. Nein, aber ich verstehe Ja, ich absolut meine, deinen Punkt. Ne? ehrlicherweise, ich hatte immer Shiny Object Syndrome früher. Deswegen kann ich darauf so gut drüber sprechen, weil ich hatte das auf jeden Fall. Also ich hatte Shiny Object Syndrome hoch 10. Ich hätte immer alles Mögliche machen wollen und habe zu viel gewechselt. Und das war überhaupt nicht gut. Das mache ich nicht mehr. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt wieder sagen, also ja, das war scheiße, aber hätte ich das nicht gehabt, ein bisschen, dann hätte ich heute, glaube ich, kein One-Page und ich hätte heute kein This is Marketing. Und beides sind geile Geschäftsmodelle, auch mit einer höheren Eintrittsbarriere als jetzt ein Agenturgeschäft und mit einer Brand, die ich sonst vielleicht nicht hätte. So gesehen hat es auch irgendwie was Gutes gehabt.
Definitiv. Und ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch ein ewiger Kampf in seinem eigenen Leben gegen das Shiny Object Syndrom irgendwie anzukommen und nicht jedes Mal, wenn die Finger jucken, irgendwas Neues anzufangen. Und das ist spannend sozusagen, dass du Absolut. sagst, dass das aus der Agentur sozusagen rausgewachsen ist. Und genau, dass sich kaum Leute trauen, jemals zu wechseln. Weil ich glaube auch, ich glaube, es verkauft einen so ein bisschen immer diese Idee von Fokus wahrscheinlich da rein, ne? So ein bisschen die Angst vor was komplett Neuem, ne? Also so wieder komplett neu zu starten. Aber auf der anderen Seite ist man häufig wahrscheinlich gar nicht so neu. Auch das, was du gesagt hast in der Agency, was du wahrscheinlich alles gesehen hast, ne? Über die Jahre. Ja. Und dann sozusagen das mitzunehmen und bei dem Software-Thema anzulegen. Aber gleichzeitig, Marcel, ich glaube, da kann man auch ein großes Kompliment aussprechen von wirklich Performance-Marketing auf der einen Seite des Spektrums zu produktfokussiert aufbauen, das ist ja wirklich auf der komplett gegensätzlichen Seite, ne? Und da auch zu sagen, ey, das gucken wir jetzt auch mal, ob das sozusagen funktioniert, ist halt super cool, dass es auch erfolgreich geklappt hat, ne? Ja, ich denke, es ist halt die Frage, als was definierst du dich selbst auch ein Stück weit? Und ich habe halt von Anfang an mich immer gewehrt, wenn mich zum Beispiel jemand als Marketer bezeichnet hat. Ich fand den Ausdruck immer fürchterlich und habe gesagt, ich bin kein Marketer, ich bin Unternehmer. Und es ist ein großer Unterschied zwischen einem Marketer und einem Unternehmer. Ein Marketer kann halt sehr gut vermarkten und hat natürlich auch vielleicht einen unternehmerischen Erfolg, aber ein Unternehmer ist viel generalistischer aufgestellt und hat ganz andere Skillsets. Und ich will gar nicht sagen, dass ich bin da noch lange nicht am Ende meiner Reise angekommen und ich glaube, da ist noch viel möglich an Weiterentwicklung. Ich glaube halt nur, dass es mir macht es Spaß, diese neuen Felder zu erschließen und ein neues Verständnis dafür zu bekommen, wie Business funktionieren kann. Und ja, und es sind einfach alles Disziplinen, die irgendwie wieder anders sind und wo man wieder was Neues mitnehmen kann. Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil ich auch immer ein bisschen mit dem Begriff sozusagen als Marketer gestruggelt habe, weil ich habe das Gefühl, ja, ich kann ein paar Creatives bauen, ich kann Werbeanzeigen schalten, ich kann auch ein Webinar halten, ja, aber auf der anderen Seite kann ich auch ganz andere Themen sozusagen und habe daran auch irgendwie Freude. Und wenn man James Clear irgendwie Atomic Habits gelesen hat, ne, wie viel Power Ja. so in der eigenen Identität steckt, ne, und ein Riesenunterschied da drin ist, ob man sich selbst als Unternehmer wahrnimmt oder nur als Marketer, in Anführungszeichen nur als Marketer, ist das ein Riesenunterschied. Und es ist cool, dass du diese Klarheit sozusagen hast und sagst, ja, ich kann Performance Marketing, aber ich bin halt kein Marketer, sondern ich bin halt Unternehmer und der muss die ganze Klaviatur irgendwie spielen können, ne. Ja, ich glaube, das ist also gute Unternehmer sind Generalisten und keine Spezialisten. Wenn ich jeden Tag Creatives basteln müsste, ja, dann würde ich auch wegrennen. Ne? Dann würde ich auch denken, Mann, ist das, ja, Ja. habe ich verstanden, reicht jetzt auch. Ne? Perfekter Wechsel zu This is Marketing. Ne? Also ich muss wirklich sagen, aus dem Augenwinkel von ein paar Jahren drüber gestolpert und ich dachte, Mann, endlich passiert mal was in der Marketing-Szene in Deutschland. Ich war schon irgendwie ganz traurig, weil im Studium hatten wir Marketing und war irgendwie Feuer und Flamme für das Thema, obwohl B2B-Marketing dann doch ein bisschen trocken ist. Aber irgendwann bin ich drauf gekommen, so, ich habe das Gefühl, dass Deutschland eine krasse Vertriebsnation ist. Ne? Also wenn man sich so Wirt anguckt mit 32.000 Außendienstmitarbeitern und die Marketingabteilung sind irgendwie 10 nette Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da sitzen und ein paar nette Folien bauen, ne? Und ich dachte mir so, es spiegelt eigentlich perfekt wider der Stand von Marketing in Deutschland, ne? Und das war irgendwie cool, da mal eine Veranstaltung irgendwie zu sehen. Wie bist du auf das Konzept gekommen und wie bist du da rangegangen? Erstmal will ich kurz die Marketing-Szene in Deutschland in Schutz nehmen, ein kleines bisschen. Ich finde, es hat sich weiterentwickelt enorm. Sie ist größer Und geworden, ja. man muss ja ehrlicherweise sagen, also ich finde die OMR ist so ein gutes Beispiel dafür. Das Also stimmt, ich meine, das wir haben so stimmt. eine OMR in Deutschland und wenn du mal guckst, in Europa gibt es kein anderes europäisches Land, in dem 70.000 Leute eine Marketingkonferenz besuchen. Das gibt es Krass. in Europa eigentlich nicht. Es gibt zwar internationale Veranstaltungen, also sowas wie eine Affiliate World, aber das sind internationale Veranstaltungen. Es ist ja eine nationale Veranstaltung und da kommen 70.000 Menschen. Das ist wiederum so ein bisschen die Gegenseite. Deswegen würde ich inzwischen sagen, ist Marketing Es in tut sich Deutschland was. tatsächlich, es tut sich was und es hat sich was verändert. Ja, wie kamen wir auf das Event? Auch hier, wie ich es schon eingangs sagte, es war so aus der Agentur heraus. Und ehrlicherweise war ein kleines bisschen Naivität und Größenwahnsinn dabei, eine Prise. Perfekt. Ähm, Ja. äh, ist immer das, ist eigentlich das Rezept für Erfolgskriterium für Probleme. jedes gute Ja, Geschäftsmodell. Ja. genau. Und Probleme hatten wir dann auch. Also ehrlicherweise, wir haben, als wir 2018 das erste Mal dieses Marketing gemacht haben, damals noch in Potsdam im Filmpark Babelsberg, habe ich damals gesagt, okay, wir machen direkt eine Veranstaltung mit 1.000 Menschen. Und da haben mir viele Leute gesagt, hey Marcel, mach nicht sofort eine Veranstaltung mit 1.000 Menschen, das ist echt schwer.
Und da wirst du echt Probleme bekommen. Und habe ich gesagt, nee, das ist kein Problem. Und dachte, ich bin der Schlauste und das ist kein Thema. Und ich sagte offen, wenn mich jetzt jemand fragt, auf keinen Fall anfangen mit 1000 Leuten. Okay, also kann ich jedem Niemals. nur raten, wirklich nicht machen. Ich habe auch nicht gehört und es war auf jeden Fall schon hart. Weil was passiert ist, ist am Ende halt, Ja, ich was hatte zwar passiert schon da Events so? vermarktet. Ja, das Problem ist, Eventvermarktung ist aus meiner Sicht eine der schwierigsten Disziplinen des Marketings, weil du Ach, krass. verkaufst ja nicht nur du verkaufst nicht nur den Preis, sondern du verkaufst ja, dass jemand sagt, ich setze mich in ein Auto, ich fahre dahin, ich verbringe da einen Tag oder zwei, ich buche mir dann ein Hotel und dann fahre wieder nach Hause. Deswegen ist die Hürde, jemanden dazu zu bringen, ein Event zu besuchen, extrem hoch. Und es ist sehr schwierig, Events zu füllen. Und wenn man keine Brand hat und keinen Trust hat, ist es doppelt schwierig. Je länger ein Eventformat existiert, umso leichter ist es, weil du hast halt Proof, du kannst zeigen, das ist tatsächlich cool. Es gibt Social Proof, Testimonials, die du hast, es gibt irgendwie Bilder davon, es gibt Videos davon. Du hast in irgendeiner Art und Weise Credibility, dass deine Veranstaltung auch das Geld wert ist und die Zeit vor allem wert ist, die man aufwendet. Am Anfang hast du das nicht. Und das ist uns zum Verhängnis halt geworden. Wir haben echt das Problem gehabt, dass wir wenige Wochen vor dem Event immer noch sehr wenig Tickets verkauft hatten. Und ich wurde schon sehr nervös. Und wir haben dann echt Gas geben müssen, auch noch mit Gewinnspiel, haben dann auch teilweise Leute dann Tickets gewinnen lassen, gar nicht so wenige. Davon kommen dann aber am Ende nicht so viele. Und haben dann irgendwie durch sehr viel Druck und sehr, sehr viel Stress es hingekriegt, dass tatsächlich knapp 1000 Leute da waren. Krass. Aber es war sehr anstrengend. Es hat auch technisch natürlich nichts, also die Technik war eine Katastrophe, es gab Tonfehler, irgendwelche Probleme. Wir haben auch sechsstellig Minus gemacht. Wir haben, Krass. ich glaube, wenn ich ungefähr 150.000 Euro Verlust haben wir Ja, gemacht mit der krass. Veranstaltung, weil sich es einfach noch nicht hat rechnen lassen. Wir mussten so viel draufzahlen, weil einfach der Um die Upsell hat auch Leute nicht zu richtig bewegen, funktioniert. ja. Ja, genau. Und Und dann hast du gesagt, trotzdem. jetzt das Gleiche nochmal. Jetzt mache ich es nochmal, ja. Dann dachte ich mir, okay, jetzt bin ich durch das Schlimmste schon durch, weil ich habe es jetzt ja gemacht und jetzt habe ich ja diesen Proof. Und ich wollte schon gerne wissen, kann ich mit diesem Proof erfolgreicher sein? Und das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. 2019 hatten wir knapp 2000 Leute in der Messe Krass. Stuttgart. Da waren wir dann auch schon profitabel mit dem Event, leicht profitabel. Also wir haben gar nicht so einen großen Gewinn gemacht, wenn du jetzt nur das Eventformat anguckst, aber wir waren leicht profitabel mit dem Event und es lief echt gut. Und haben dann, und da ist dann eigentlich so erst entstanden, da habe ich dann das erste Mal auch überhaupt so ein bisschen Messe gehabt. Da waren irgendwie dann so ein paar Stände und dann habe ich auch so ein anderes Monetarisierungsmodell auch für mich entdeckt. Okay, ich kann auch über Sponsoring monetarisieren. Vorher war ich sehr pitch-orientiert und daraus ist dann auch die Idee entstanden, okay, dann gehen wir stärker in diese Richtung und bauen wirklich diese Marke auf. Und das war auch ein großer strategischer Wechsel, nochmal dann 2022 zu sagen, wir lassen auch wirklich die gesamte Branche zu. 2018, 2019 war ich noch so ein bisschen, dass ich sagte, naja, das ist ja Competition, eigentlich will ich die nicht da haben, weil die machen ja das Gleiche oder sowas Ähnliches. Und du kannst aber, ich bin davon überzeugt, du kannst nicht eine Branchenplattform sein, wenn du die Branche partiell ausschließt. Das funktioniert einfach nicht. Entweder du bist eine Branchenplattform, dann bist du eine Plattform, dann bist du neutral. Und das heißt, jeder kann kommen und es gibt auch keine Vorzüge oder Nachteile. Und das ist auch was ich mir sehr auf die Fahne geschrieben habe. Also wenn du bei This is Marketing auf die Ausstellerfläche kommst, dieses Jahr zum Beispiel, da werden auch viele sein, die sind Konkurrenz untereinander. Und ich bin da sehr, ich sage da immer das Gleiche. Ich sage allen, hey Leute, es gibt bei mir da keine, ich schließe jetzt den oder den aus. Wer Messefläche bucht, bucht Messefläche. Ich muss euch nicht nebeneinander stellen. Aber per se erstmal muss ich einen Austausch für die Branche ermöglichen. Und nur dann kann das Geschäftsmodell funktionieren. Genau, also ich glaube, der wichtige Punkt ist, du musst dein Geschäftsmodell darauf hin sozusagen ausrichten. Ne? Ich glaube, als du pitchlastig warst, ne, ist es natürlich blöd, wenn da im Publikum irgendwie Leute rumtigern und versuchen, die Kunden sozusagen vielleicht für sich zu gewinnen. Klar, Aber wenn du die natürlich. Messefläche sozusagen bietest, dann ist natürlich so, hey, ich bin die Plattform, ich verdiene mit der Plattform bestenfalls mein Geld und dann kann ich natürlich auch die ganze Branche da einladen. Ne? Ja, und dann wünsche ich mir sogar, dass sie dort gut Geschäft machen, weil wenn sie dort gut Geschäft machen, dann werden Kommen sie sie im Folgejahr wieder. wieder buchen. Und das ist halt auch 2022. Wir haben jetzt die Ausstellerfläche, wir sind schon zu 70% ausverkauft der Krass. Ausstellerfläche für dieses Jahr. Und wir haben auch knapp über 70% der Aussteller aus dem letzten Jahr wiedergewonnen für dieses Cool. Jahr. Und daran sieht man ja, dass die zufrieden sind. Das heißt, die sagen, okay, es hat sich für mich gelohnt.
das Geld zu investieren und da dabei zu sein. Und letzten Endes ist das ja meine Zielgruppe. Eventveranstalter sein in diesem Kontext bedeutet also für mich, ich habe eigentlich zwei Zielgruppen, die ich bediene. Ich habe das Publikum, das ich bediene mit Entertainment und Content, und ich habe aber auch eine zweite Zielgruppe, und das sind meine Sponsoren und Aussteller. Und die bediene ich, indem ich sicherstelle Qualität der Besucher, genug Zeit auf der Messefläche, hohe Frequenz, Platz zum Austausch, zum Networken, Terminkoordination. Und dieses Jahr gehen wir da ganz stark auch in den Fokus in diesem Bereich. Wir bauen wirklich eine kleine Networking-Area. Wir machen eine Möglichkeit, wie vorab schon Termine koordiniert werden können, weil wir das halt fördern, weil wir sagen, okay, wenn die alle happy sind und machen richtig Geschäft, dann sagen die auch, es ist eine geile Messe. Und dann kommen sie auch im nächsten Jahr wieder, weil wir wollen schon gerne noch ein bisschen skalieren. Ich wollte gerade sagen, und das, was du gesagt hast, gibt es, ja, glaube ich, gigantische Eintrittshürde, so ein Geschäftsmodell sozusagen zu starten. Und ich glaube, das ist auch eine coole Möglichkeit. Richtig. Ja, 1000 Leute da zusammen, ey. Das sage ich auch immer Leuten, also wenn Leute zu mir kommen und sagen so, hey, ich glaube, ich würde vielleicht auch mal so ein Event machen. Ich sage immer so, hey, Spaß. Good luck, enjoy, ja, melde dich dann bei mir. Weil ich habe da keine Bedenken, weil ich weiß halt, der Weg ist halt echt hart. Und am Ende des Tages, wenn du halt sowas aufziehst, man muss auch sagen, so ein Event durchzuziehen, kostet zwischen 500.000 und 1 Million Euro. Krass. Und dann bist du halt auch unternehmerisch ein Stück weit im Risiko, weil du halt sagen musst, okay, also den Vertrag unterschreibst du halt, da hast du halt auch keine Sponsoring-Einnahmen und keine Tickets verkauft. Und dann buchst du alles im Voraus. Ich buche ja jetzt schon für Ende nächsten Jahres und gucke schon für übernächstes Jahr. Das heißt, ich gehe schon frühzeitig diese Commitments ein, und dann sollte ich mir schon auch sicher sein, dass ich das dann hinkriege, weil ich sonst halt ein unternehmerisches Risiko habe. Und das finde ich aber halt gut. Ich habe auch über mich selbst gelernt in den letzten Jahren, dass ich in komplexeren Geschäftsmodellen teilweise besser bin als in anderen. Also da, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe anscheinend ich habe eine ganz gute Vorgehensweise vielleicht in diesen Modellen. Also weil Event ist auch, hat auch eine gewisse Komplexität, wie das so organisatorisch auch dieses Plattform sein. Das bedeutet ja auch, Ego zurücknehmen. Ja, also wenn du die Plattform bist, heißt auch, dass du jetzt nicht die große Geige da bist, sondern die anderen sind auch ein bisschen die große Geige, die da alle sind. Und das kann auch nicht jeder, glaube ich. Da gibt es genug Leute, die würden allein aus dem Grund schon scheitern, weil sie es gar nicht hinkriegen, zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt mal kurz hier in den Hintergrund. Und diese ganzen Komponenten, die finde ich alle gut. Und deswegen sage ich halt, hey, wir haben jetzt da diese Reihe aufgebaut, wenn jetzt da zum vierten Mal stattfinden. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ey, das glaube ich auch, weil ich habe das Gefühl, keine Ahnung, es gibt so ein paar Veranstaltungen in Amerika, wo ich auch irgendwie die Jahre vor den wilden 2 Jahren sozusagen jedes Jahr war, ne? Und das war wie so eine kleine Klassenfahrt, und inhaltlich war da jetzt jedes Mal nicht irgendwie was absolut Verrücktes dabei, aber es war jedes Mal so, dass man dachte, ey, es ist eine coole Leute da, es ist eine coole Stimmung, es gibt immer ein, zwei Vorträge, für die es sich lohnt, und ich habe das Gefühl, diesen Effekt, der wird dann wahrscheinlich da auch eintreten, dass die Leute sich irgendwann dran gewöhnen, dass wahrscheinlich auch immer leichter wird, die Tickets bestenfalls zu verkaufen über die Zeit, weil du auch mehr Proof hast, all solche Sachen, das spielt dir ja irgendwie rein. Was mir so einfällt, sozusagen die einzige Gegenveranstaltung sozusagen, wenn man die Szene sozusagen betrachtet, ist wahrscheinlich die Contra, ne? Wie würdest du sagen, differenziert ihr euch dazu? Also erstmal, ich sehe das gar nicht so als eine Gegenveranstaltung, ehrlicherweise. Eine komplementäre Veranstaltung. Ja, man muss ja ehrlicherweise es so sehen, wenn ich jetzt mir angucke, das ist so ein bisschen wie die Frage, wenn es jetzt eine Bäckerei im Ort gibt oder ein Café im Ort gibt, geht man auch in das andere. Und dann würde ich sagen, ja, ich gehe vielleicht 3-mal im Jahr in das eine und 2-mal im Jahr gehe ich in das andere. Und so ein bisschen, die Contra hat einen anderen zeitlichen Schwerpunkt. Mhm. Sie liegt ja im Mai, Juni, wir liegen im November. Wenn du im Mai auf einer Veranstaltung warst, dann gehst du auch sehr gerne im November nochmal auf eine Veranstaltung. Das ist ein guter Punkt. Das ist einfach so. Und ich glaube, da gibt es ganz viel Überschneidung. Und deswegen ist das okay. Ich mag auch Tom und Christoph sehr gerne. Ich glaube, wir haben eine sehr hohe Wertschätzung voreinander. Und das finde ich auch cool. Die Unterschiede liegen wahrscheinlich darin, dass wir einfach ein bisschen anders konzeptionell an die Veranstaltung rangehen. Und einfach so ein paar Dinge machen wir anders und versuchen auch da immer uns weiterzuentwickeln und neue Ideen zu machen. Und wir investieren sehr viel ins Line-Up. Ich glaube, wir versuchen so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen unserer Szene und der OMR-Welt, nenne ich sie jetzt mal. Und deswegen, ich freue mich auch, wir haben ja dieses Jahr zum Beispiel Philipp Westermeier auch bei uns auf der Bühne. Und wir versuchen also so auf der einen Seite diese klassische Corporate-Welt mitzunehmen in unsere Welt und auf der anderen Seite die Marketing-Szene auch mitzunehmen. Und ich glaube, dieser Mix, das hat Potenzial.
Das ist wirklich ein cooler Mix, weil ich habe das Gefühl, das sind heute noch zwei sehr unterschiedliche Sehr Welten, ne? unterschiedliche Welten. Also Sehr wenn ich unterschiedlich. Ist auch schwierig, die zu denke, vereinen. ja, weil ich denke mir so manchmal, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man in Amerika ist und sich eine Fernsehwerbung anguckt oder eine Radiowerbung anhört, bin ich immer so, ey, ich bin kurz davor, da anzurufen und das Produkt zu bestellen, ne? Ja. Weil die einfach die Offers und so häufig so gut sind, dass du denkst, ey, wie kann man da jetzt nicht anrufen, ne? Dann gucke ich in Deutschland, was weiß ich, höre Radiowerbung und Fernsehwerbung und bin manchmal so, wie könnte das noch nicht in kleiner Form irgendwie rübergeschwappt sein, ne? Ja, Aber ich ich habe das verstehe, was du Gefühl, meinst, ja. da fehlt irgendwie eine Brücke und ich habe das Gefühl, wenn ihr das hinbekommt, diese Brücke zu schließen, weil ich glaube, so aus dem klassischen Marketing wahrscheinlich in Deutschland, du diesen Sachen so, die gezeigt bekommst, da ist ja Da bist du ja, was ist das für cooles Zeug, ne? Also wenn zum Beispiel, was weiß ich, Philipp Westermeier auf Ryan Dice oder so trifft, das muss ja irgendwie eine unglaubliche Mischung und Kombination sein, ne? Auf jeden Fall, das ist eine coole Kombo und ich glaube auch, dass da so Potenzial liegt und ja, wir geben unser Bestes. Es ist ein sehr anstrengendes Business. Ich weiß auch manchmal nicht, warum habe ich mir das eigentlich ans Bein gebunden. Ich bin sehr froh, dass also ich mache das ja, ich mache dieses Marketing ja inzwischen zusammen mit meiner Frau. Also wir haben ja Ach, wirklich so cool. ein Family Business daraus gemacht. Luisa und ich sind sozusagen gemeinsam die Veranstalter und Luisa ist auch CMO und hat sehr, sehr viel auf der Marketingseite übernommen und leitet im Prinzip das ganze Team. Sie kommt ja aus dem Marketing. Sie war früher Ach, cool. sie hat mal angefangen als erste Mitarbeiterin bei AdBaker, hat dann das ganze Media Ach, Buying Team früher von crazy. AdBaker geleitet. Deswegen, wir sind ein echtes Marketer-Pärchen, wenn man so will. Und haben dann jetzt gesagt, wir machen das gemeinsam und das gefällt uns auch gut, als Paar aufzutreten und gemeinsam das zu machen. Ist eine interessante Sache auch für uns, für unsere Beziehungen, aber auch in der Außenwirkung. Wir finden das echt einen spannenden Prozess gerade. Sind wir sehr gespannt, wie das dieses Jahr wird, weil jetzt dieses Jahr ist das dann zum ersten Mal offiziell, dass wir auch gemeinsam eröffnen, Cool. gemeinsam auch teilweise moderieren. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und kriegt ihr aber hin, da ist ja immer sozusagen das Vorurteil, dass man zu sehr über Arbeit redet und irgendwie das Private nicht mehr davon getrennt bekommt. Kriegt ihr hin, das irgendwie sauber zu trennen oder habt da einen Weg gefunden für euch? Also ich bin der Meinung, wir bekommen es sehr gut hin. Wir haben schon vorher sehr viel immer gemeinsam gemacht. Wir haben ja auch so ein paar Immobilien, die wir gemeinsam machen und solche Sachen. Und daher waren wir es eigentlich gewohnt, auch Cool. zu arbeiten miteinander. Und ich finde, es funktioniert richtig gut. Wir werden sehen. Also wir haben auch mal, wir sind auch uns uneinig. Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Also im Großen und Ganzen ergänzen wir uns halt sehr gut, weil Luisa, also meine Frau, ist sehr, sehr detailorientiert und sehr genau, auch gerade was so CI und Branding angeht, Oh, das wo ist ja ich eher so aus der perfekt. Ja. Performance-Ecke komme manchmal und sie ist halt sehr, sehr genau und sagt halt, nein, das muss halt sauber sein, da müssen wir unsere Brand richtig repräsentieren und das ist auf jeden Fall eine sehr valuable Asset auch in dieser Konstellation von uns. Das hört sich nach einer sehr guten Kombination an, weil ich habe das Gefühl, da ist man dann immer so ein bisschen so, boah, so Pi mal Daumen würde auch reichen, ne? Aber gerade wenn Ich auf man jeden das, Fall, ja. Also ja, ich bin auch ich manchmal gehöre so, auch ja, komm dazu. dann, scheiß drauf, machen wir es Mach. jetzt halt so. Und dann hilft da schon nochmal jemand, der sagt, hey, nee, das ist nicht okay. Es muss jetzt halt doch komplett clean anders sein. Ja. Hey, das ist cool. Du hast ja wirklich da auch wahrscheinlich viele Jahre in Amerika verbracht, auch da, glaube ich, in Masterminds und so. Ja. Gibt es so Sachen, die du aus der Zeit da drüben mitgenommen hast für dich, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind, auch über die Jahre, die dir immer wieder dazu geführt haben, dass du rübergeflogen bist und gesagt hast, hey, ich fliege da in den Flieger, weil aus X Gründen, die du irgendwie mitgeben würdest? Also es war immer unterschiedlich. Es gab immer die Events. Entweder war es ein Event, wo ich aus Content-Sicht irgendwas Interessantes mitnehmen konnte, wo die Amerikaner halt einfach immer sehr gut waren wirklich aus einem Funnel das absolute Maximum rauszuholen. Das kann, glaube ich, niemand so wie, wenn du einen US-Funnel guckst für ein Product, also nehmen wir mal gerade so ein Product-Funnel und du kaufst irgendwie eine Hautcreme in den USA oder du kaufst eine Hautcreme in Deutschland. In Deutschland kaufst du halt die Hautcreme und dann kommt vielen Dank für ihren Einkauf und dann kriegst du die Hautcreme. Und in den USA, okay, kauf noch das und hier noch der Zack, Triple zack, Wire. Dann zack, wirst du noch zack. angerufen, dann kriegst du noch ein Postmailing. Also die nehmen halt alles mit. Und das kann man schon lernen, auch von diesem US-amerikanischen Approach. Und generell auch viele coole Sachen auf der Content-Ebene, fand ich immer. Und das war die eine Seite. Und die andere Seite war, dass halt häufig sehr inspirierende Unternehmer einfach da waren. Also der War Room hat es schon immer geschafft, damals sehr coole Leute zu haben. Ich weiß nicht, ob sie es heute immer noch so machen, weil das Konzept hat sich auch geändert. Ich glaube, die haben auch mehr auf die Profitabilität angefangen zu schauen. Ah, Und okay. aber damals so, ich weiß noch so, Sarah Blakely, die erste Selfmade-Milliardärin der Welt, Krass. oder Jesse Itzler, der NetJets gegründet hat und dann an Warren Legende. Buffett verkauft hat.
Der war da, Alex Hormozi war mal da, Ach, vor ein paar geil. Jahren. Und ganz, ganz viele so wirklich extrem erfolgreiche Gründerinnen und Gründer. Und das hat mich dann inspiriert. Und ich würde sagen, dieser Mix aus beidem, das war schon immer cool. Also ich bin immer entweder motiviert oder halt contentseitig irgendwie gepusht zurückgekommen. Deswegen würde ich sagen, es war auf jeden Fall ein sehr gutes Investment. Ich meine, über die Jahre habe ich da wirklich viel Geld ausgegeben, sechsstellig Geld ausgegeben für diese Masterminds. Aber es war ein sehr gutes Investment. Und heute bin ich der Meinung, dass auch die deutsche Marketinglandschaft viel zu bieten hat. Ich bin ein riesen Podcasts-Fan. Ich finde, es gibt auch ganz viele wirklich gute Podcasts, wo man einfach hören kann. Wir sind ja hier auch gerade in einem coolen Podcast. Und ich glaube, da kann man auch ganz viel lernen auf der deutschen Seite inzwischen. Das muss ich auch sagen, dass sich da unglaublich viel getan hat, ne? Also da gibt es Ja, auf jeden richtig cooles Fall. Material mittlerweile, richtig coole Veranstaltungen. Auch Masterminds kommen immer mehr sozusagen, wo ich denke, ey, da könnte man super gut irgendwie mit dabei sein und sich die Zeit sozusagen rüber zu fliegen über den Teich sparen. Und das ist eigentlich eine super schöne Entwicklung, ne? Weil ich glaube, vieles ist Auf immer jeden von da Fall. drüben rüber geschwappt und ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, ne? Wenn du so Ja. auf 15 Jahre jetzt zurückblickst, ne? Gibt's da so Projekte, auf die du extrem stolz bist im Nachhinein, die wirklich hängen geblieben sind? Weil ich kann mir vorstellen, auch gerade mit der Agency und so, und auch davor hast du ja unglaublich viel unterschiedliche Projekte auch gemacht. Sind da welche so in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ey, das waren richtig geile Zeiten und richtig geile Projekte? Ja, es gab so ein paar coole Sachen. Ich erinnere mich noch, ich habe damals so ein Ausbildungsprogramm gemacht, das hieß 90 Days und das war so ein 90-Tage-Training für Online-Marketing. Erinnere Und ich. Ja, witzig. ja, und lustigerweise bis heute treffe ich viele Leute, die da drin waren. Und das Geil. zweite ist auch vielleicht so ein bisschen, ich habe ja mal ein Buch rausgebracht, das heißt Traffic. Und diese Kampagne damals, die war echt ein Game Changer für meine Personenmarke. Und das habe ich auch erst Jahre später erst eigentlich realisiert, wie stark das eigentlich gewesen ist. Und lustigerweise, bis heute noch ist es so, dass Leute mich aus dieser Zeit kennen und aus diesen Krass. Büchern kennen. Und das ist schon irgendwie cool. Und ich kann noch einen Funny Fact erzählen. Und zwar, ich habe ja damals zeitweise wirklich High Ad Spend gehabt. Damals gab es noch nicht so viel Competition. Das heißt, ich habe relativ viel Marktdurchdringung manchmal mit meinen Videos gehabt. Ja, irgendwie ich im weißen Hemd von einer weißen Wand und habe irgendwas erzählt. Und ich habe meistens Dach geschaltet, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich kann es nicht genau sagen, was genau da passiert ist, aber ich glaube, dass ich vom Algorithmus überproportional in Österreich ausgespielt worden bin. Und ich sage dir, warum ich das glaube, weil wenn ich jetzt in Deutschland auf eine Party hier gehe, dann kennt mich kein Mensch. Okay, also wenn es jetzt nicht eine Marketingparty ist, okay, also normal, ich gehe jetzt einfach hier in Frankfurt irgendwo hin, dann kennt mich da keiner. Wenn ich in Österreich in Niemals. Wien feiern gehe, dann werde ich ohne Spaß mindestens fünfmal angesprochen von irgendwelchen Leuten. Und ich Im übertreibe jetzt Ernst? nicht. Ja, ist mir mehrfach jetzt schon passiert. Und dann komme ich mir immer so ein bisschen prominent vor und das ist immer auch ganz cool für einen Abend. Aber ich frage mich dann immer, okay, und dann habe ich mich, und ich habe das auch erst nach ein paar Mal gecheckt, weil ich habe dann irgendwie immer gemerkt, so komisch, immer wenn ich da in Österreich bin, dann sprechen mich die Leute an. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich habe immer Dach geschaltet. Österreich ist ein relativ kleines Land. Ich habe nicht so genau im Blick gehabt, wie wird ausgeliefert. Und es kann einfach sein, dass meine Ads halt einfach sehr frequent in Österreich gelaufen sind. Und hohe Frequenz heißt ja hohe Wiedererkennung. Und dadurch ist die Brand einfach stärker. Wie witzig. Ja, das ist natürlich ein witziger Funfact. So in Wien, ja, wenn ich mich mal wie ein Promi fühlen will, dann fahre ich einfach nach Dann Wien, geht's natürlich, ja, da werde ich geht's rein. einfach Ja, erkannt. sowieso. Ich habe auch viele Freunde, es ist ja auch so eine wunderschöne Stadt. Also ich bin so gerne da. Ja, aber es ist tatsächlich ganz witzig. Irgendwie habe ich da in Österreich, also deswegen Grüße an die Österreicher, falls sie zuhören Hi. sollten. Wenn ihr mich jetzt nicht kennt, auch okay, ist nicht schlimm. Dann Habt ihr nichts kennt verpasst, ihr alles in ihn Ordnung. jetzt. Ja, genau, jetzt kennt ihr mich ja. Aber ja, fand ich immer witzig und ist so eine lustige Anekdote aus der Vergangenheit. Das ist wirklich witzig. Und wirklich, was du sagst, ne? In Anführungszeichen, man ist immer so kurzzeitig getrieben, aber wie lange Leute einen auch kennen und verfolgen. Bei mir hat ja vieles angefangen mit dem YouTube-Kanal 5 Ideen, wo wir so Sachbücher zusammengefasst haben und animiert. Das war irgendwie der Startschuss nach der Unternehmensberatung. Heute, gestern, Nachricht bekommen, ne? Witzig, Robert, was aus dir irgendwie geworden ist. Ich kenne dich noch von deinen Animationsvideos. Und das ist auch ungelogen. 8, 9 Jahre her, ne? Und das ist Ja. verrückt, wie klein vielleicht die Welt ist und wie man, wenn man sozusagen viele Leute erreicht hat, irgendwie dann doch in Erinnerung bleibt, weil es irgendwie klein ist, ne?
Auf jeden Fall. Also das würde ich genauso sehen. Und ich glaube auch so, es ist schön auch, denn dass diese Ideen, die man dann selbst geboren hat, irgendwie dann auch so lange präsent bleiben. Und ich finde ja auch, dass generell, wenn man Ideen hat und man diese Ideen dann einfach mal nach außen trägt, dann entwickeln die auch häufig so eine Eigendynamik. Also ich mache zum Beispiel dieses Jahr auch so ein bisschen, ich will mich auch wieder weiterentwickeln und habe jetzt entschieden, dass ich mich an so 3, 4, 5 maximal ausgewählten Companies beteiligen werde. Und ich nenne das so Growth Partnership ich habe dafür noch gar nichts gemacht. Also ich hatte eigentlich vor, davon meine Webseite zu gestalten, mal so eine Case Study dort aufzulegen und habe das einfach nur ein paar Leuten erzählt und habe Die waren darüber alle dann so, schon, Marcel, let's go. ich habe schon ein paar Anfragen bekommen dann tatsächlich, wo Leute sagen so, hey, das ist echt interessant für mich. Und das fand ich auch so eine interessante Sache, wie manchmal du auch gar nicht merkst, wie stark also ich komme jetzt gerade drauf wegen dieser Marke, weißt du, also wie, ich habe unterschätzt, wie stark eigentlich die Personenmarke Marcel Knopf ist und dass es auch Leute gibt, die ein Bedürfnis haben und sagen, hey, sie würden sehr gerne mit einem Unternehmer wie mir eng zusammenarbeiten, weil sie glauben, das bringt sie weiter. Und jetzt, wo ich das einfach mal ausgesprochen habe, merke ich, okay, es gibt Leute, die sagen, hey, da habe ich echt Interesse dran. Und das ist halt schön zu sehen, dass sich das so entwickelt hat über die letzten Jahre. Was man ja auch sagen muss, man kriegt da so einen roten Faden von Projekten, die man dann über die Zeit und über die Jahre von dir auch sieht, ne? Und dadurch entsteht, glaube ich, das lädt ja auch die Marke nochmal umso mehr auf, dass man sagt, krass, alles, was aus der Feder von Marcel Knopf hat irgendwie Hand und Fuß und ist super professionell und dass man dadurch natürlich extrem viel Vertrauen aufbaut. Ich weiß noch, ganz am Anfang bin ich irgendwie mal über eine Podcast-Folge von Tai Lopez irgendwie gestolpert und der diesen Unterschied zwischen Produktmarken und Personenmarken gesagt hat, ne? Und meinte, hey, Produktmarken fährst du hoch, kannst bestenfalls irgendwie eine Audience aufbauen, aber wenn das Produkt sozusagen irgendwann verglüht oder nicht mehr ist, dann ist all das, was du da drin aufgebaut hast, weg, ne? Wenn du aber dich als Ja. Person sozusagen hochfährst, ne, und gute Projekte machst über die Jahre, dann wissen die Leute immer wieder, hey, das kommt aus der Feder von Marcel Knopf oder von Robert Heinicke, ne? Gucke ich mir zumindest mal irgendwie an. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich selbst heute noch irgendwie so unterschätzt wird, wenn ich sehe, wie wenig Content ist auch, wenn man mal auf die Gesamtbevölkerung sozusagen schaut, wie wenig das dann doch am Ende ist, die sich vielleicht trauen, irgendwie einen Podcast zu starten oder so, ist es immer noch, muss man eigentlich immer noch mehr Leute ermutigen, das für sich zu nutzen, Das ne? Weil da stimmt. ist so viel Raum Das eigentlich stimmt. dafür, ne? Ja, ist auch witzig. Ich finde auch gerade in der Szene, man kann jetzt wieder diesen coolen Vergleich machen zwischen unserer Szene und so dieser OMR-Szene oder sagen wir mal dieser klassischen Unternehmerszene, die vielleicht so 10 Jahre älter ist. Und die finden, manchmal ist mein Eindruck so, die belächeln so ein bisschen auch diese Leute, die Personenmarken sind. Also die belächeln so ein bisschen, sagen, ja, hier jetzt irgendwie irgendwelche Shorts und Reels hochladen auf Instagram, ist ja voll affig. Und dann gibt es aber sozusagen diese Gegenseite, wo wir sagen, okay, wir machen das. Und ich glaube halt, dass also das setzt sich schon durch, es wird jetzt auch immer mehr. Ich glaube da auch sehr dran und bin auch überzeugt von, dass es richtig ist, als Person nach außen zu treten. Aber da ist auch, glaube ich, noch insbesondere in Deutschland gibt es da noch Bedarf. Aber das ist auch einfach, wir Deutschen sind auch einfach manchmal echt komplizierte Menschen. Man muss wiederum die Upside davon sehen. Das kann ich dir sehr gut aus Erfahrung sagen, weil wir haben ja Kunden inzwischen in ganz vielen Ländern mit OnePage und keiner ist so zahlungssicher wie die Deutschen. Wenn ein Deutscher ein Abo Das ist die abschließt, dann Upside, zahlt er einfach jeden Monat seine Abogebühr. Und da kommt auch mal einer, wo das Konto irgendwie nicht gedeckt ist oder die Kreditkarte nicht funktioniert. Aber wenn du die Prozentsätze vergleichst mit allen anderen Ländern, in denen wir agieren, ist Deutschland immer auf der Eins. Und ich habe letztens einen coolen Podcast gehört mit dem Gründer von Pipedrive, die ja auch als Unicorn geworden sind. Und er sagte auch, und er meinte so, ja, in Europa, ja, the Germans, always very reliable in cash und so. Und dann dachte ich so, ja, ist einfach so. Deutschland ist in so einem Punkt, sind wir einfach ganz stabil. Ja, das ist auch so witzig. Ich habe sozusagen gerade einen LinkedIn-Post in der Pipeline irgendwie sowas wie, wir Deutschen haben das Arbeiten erfunden. Ne? Also ich habe auch international in verschiedenen Ländern irgendwie gearbeitet, auch ein Weilchen in Amerika. Und ich war immer so, ja, die machen viele Stunden, ne? Aber vom Tempo her und so, also was wir da in Deutschland, glaube ich, für ein Tempo fahren, ne, ist, glaube ich, ungesehen in anderen Nationen, habe ich Ja, ist zumindest schon wenig krass. erlebt. Ne? Also muss man wirklich als Nation sagen, dass wir da schon ganz schön fit sind, ne? Und ganz schönes Volumen irgendwie drehen. Ne? Wir können schon Gas geben, auf jeden Fall. Muss man Ja. wirklich sagen. Was ich immer gerne mache, Marcel, ist immer, es hört sich natürlich, wenn man so einen Podcast anhört, immer so an, boah, alles läuft, alles ist perfekt, so ein bisschen okay, 1000 Leute zu bewegen, ist schwierig. Ne? Was sind so
Vielleicht der erste Teil der Frage ist so, was sind so die Schattenseiten, ne? Was sind vielleicht auch so die Dämonen, die dich über die Jahre irgendwie begleitet haben, ne? Vielleicht auch so Tiefpunkte aus den letzten Jahren, die du irgendwie erlebt hast. Und auch gleichzeitig irgendwie so die Botschaft, wie hast du dich da wieder rausbekommen, ne? Weil ich glaube, unternehmerisch ist immer so ein, ich muss mich da irgendwie wieder rausbekommen, ne? Ich bin das Asset in vielen Dimensionen. Wie schaffe ich das? Das wäre super spannend zu hören. Also auf jeden Fall, also erstmal vielleicht eine Schattenseite davon, wenn man so wie ich jetzt drei Unternehmen parallel betreibt, ist, dass manchmal die Arbeitsbelastung extrem hoch ist und ich einfach relativ viel habe, was ich dann parallel abarbeiten muss. Und das ist schon echt manchmal hart, weil ich natürlich auch gerade jetzt, wo ich Familie habe und merke, wie wichtig mir diese Zeit mit meiner Tochter ist und da schon versuche, wirklich das auch hinzubekommen. Und das haut schon manchmal rein. Und das Problem ist auch, bei drei Firmen, man hat ja meistens irgendein Problem. Es gibt ja immer irgendwelche Probleme. Wir Unternehmer lösen ja eigentlich nonstop Probleme. Und drei Firmen heißt halt dreimal Probleme lösen. Und im Worst Case ist es dann mal so, dass vielleicht in allen drei Unternehmen gerade irgendein größeres Problem zu lösen ist. Ja. Und dann ist das mental auf jeden Fall eine größere Belastung. Und ich glaube, das ist schwierig. Und da hatte ich auch wirklich, da hatte ich auch Phasen, da weiß ich schon, da war es auch einfach hart. Also gerade so, ich weiß auch noch nach 2018, als dann dieses Event so durch war, da war ich auch fertig. Ich war richtig kaputt und so ein bisschen leer habe ich mich da gefühlt. Und ich glaube, was halt, was wichtig ist, um aus solchen Situationen wieder rauszukommen, ist einfach den langfristigen Scope nicht zu verlieren. Ich glaube, ich glaube halt sehr an, ich bin Unternehmer, ich bin voll gut Unternehmer, ich liebe das. Und wenn ich mir immer anschaue, was ich so schon geleistet habe und gemacht habe, dann bin ich auch sehr dankbar für die Dinge, die funktioniert haben. Und dann kann ich so ein bisschen mich davon auch davon emotional zählen, distanzieren. Ja, okay. Ja, wenn es dann mal nicht auch läuft, eine emotionale Distanz auch aufbauen und sagen, hey, das ist jetzt gerade scheiße, aber hey, alles okay. Ja, also schau dir dein Leben in Summe an und alles ist in Ordnung. Du bist gesund und du lebst sehr gut, sehr schön und alles ist in Ordnung und das Problem löst sich dann auch wieder. Und dann wird es mit der Zeit auch mal wieder besser. Also am Ende muss man da, glaube ich, und je häufiger man auch Probleme löst, desto weniger schrecken einen auch Probleme. Also Probleme, die ich heute habe, wo ich dann vielleicht einen Schulterzucken habe und habe es eine halbe Stunde später vergessen, die hätten mich wahrscheinlich vor 10 Jahren durcheinander gebracht. Da hätte ich erstmal schlaflose Nacht kriegt, aber man wird ja da auch ein bisschen entspannter. Ja, stimmt, man wächst da sozusagen mit dem Problem, mit den Summen und mit den Herausforderungen. Ja, und das mit dem Distanzieren ist, glaube ich, cool. Und was du gesagt hast, so ein bisschen auf seinen Track Record auch zurückzugucken, ne, und zu sagen, hey, guck mal, was man schon alles über die Jahre gemacht hat, ne, wenn jetzt mal ein Projekt irgendwie im ersten Anlauf nicht direkt funktioniert, ne, dass man da tief durchatmet und sagt, hey, man funktioniert das, gleichzeitig gepaart mit diesem, man hat noch sehr viele Jahre vor sich, ne, noch sehr viel Spielraum, dass das einen irgendwie so rauszieht. Du hast ja viele Gründer wahrscheinlich auch gesehen, Unternehmer gesehen, die Marketing betreiben oder vielleicht auch ihre Unternehmen irgendwie zum Fliegen bekommen wollen, ne? Was würdest du sagen, sind so die größten Fehler, die du siehst, woran Unternehmen im Wachstum irgendwie scheitern oder vielleicht auch im Marketing scheitern? Also ich glaube, ich will es jetzt nicht schon zum 5. Mal sagen, aber dieser langfristige Blickwinkel, also Geduld an den richtigen Stellen ist. Das super kannst du nicht häufig genug sagen, ne? Also ja, keep it coming. Also das ist einfach immer wieder, die Leute sind auch zu ungeduldig und erwarten dann am Ende zu viel und machen dann zu sehr so Hauruck-Aktionen und haben dann nicht so die Stabilität. Und ansonsten kann ich sagen, dass halt häufig fehlt, also in vielen Fällen fehlt mir, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin tatsächlich das Bedürfnis hat, etwas Exzellentes abzuliefern. Und was meine ich damit konkret? Also du kannst eine Sache gut machen und du kannst auch eine Sache sehr gut machen. Ja. Die meisten machen eine Sache sehr gut. Es ist ja so, du machst ja nicht deine Firma, um irgendwas Schlechtes abzuliefern. Du machst in der Regel eine sehr gute Sache. Aber wie viel fehlt dann noch, damit es eine exzellente Sache ist? Und dieses Nitty-Gritty dann wirklich reingehen und sagen, okay, wie gehe ich jetzt noch den letzten Meter, damit es wirklich richtig geil ist, das machen viele nicht. Dritter Punkt, detailorientiert bleiben, auch bei Skalierung. Ich glaube, dass also Skalierung heißt abgeben und Dinge nicht mehr selbst machen, aber trotzdem noch die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und dann auch ins Detail zu gehen bei Bedarf und chirurgisch nachzujustieren. Auch da sehe ich häufig Probleme, dass Leute dann so ein bisschen die Distanz, die wird zu groß zu den Operations und dann verliert man den Fokus, ist auch nicht gut.
Ist mir auch schon mal passiert, deswegen kann ich auch da aus dem Kann Vollen sich, glaube ich, schöpfen, keiner von weil das frei hatte ich auch sprechen, ne? schon. Ja. Ja, und ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich mitgeben würde. Da triffst du, glaube ich, also ich glaube, da rennst du bei fast allen so offene Türen gefühlt ein, ja, weil es genau diese Punkte am Ende sind. Ich hatte Johannes Rasch, das ist einer der Gründer von Scaling Champions, die IT-Unternehmen dabei helfen zu skalieren. Und die machen das seit 8 Jahren. Na, und er meinte auch im Interview, Robert, seit 8 Jahren machen wir das Gleiche. Na? Ja. Gleiches Thema, nichts Neues. Na? Das Gleiche. Aber er meinte, dadurch sind auch, sitzt jeder Handgriff. Na? Sie wissen ganz genau, worauf es ankommt. Sie wissen, wann die Kunden panisch werden, wann die Hilfe brauchen, wann die faul werden, wann die einen Arschtritt brauchen. Und das war so eine schöne Erinnerung, auch jetzt von dir nochmal zu hören. Hey, man kann die gleichen Themen sozusagen nochmal auf ein exzellentes Level heben. Und das macht am Ende auch den Unterschied. Und ich glaube, da ist wieder der Konflikt mit dem Shiny Object so. Ah, ich könnte mich jetzt doch noch mal mit ChatGPT heute beschäftigen, statt irgendwie mich darum zu Ja. kümmern, was könnte ich in meinem Produkt noch mal ein bisschen besser machen, ne? Ja, man muss auch nochmal, aber eine Sache will ich nochmal dazu sagen. Und zwar, dadurch, dass ich ja mit der Agentur so viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt habe, ist mir schon aufgefallen, und das ist eigentlich das Interessante, wie, und ich meine das jetzt positiv, okay, wie unprofessionell eigentlich alle sind. Und wenn man denkt immer, man sitzt so da und denkt, okay, alle anderen sind so super Profis und da sitzt alles und das ist voll professionell bei denen. Das stimmt aber nicht. Die allermeisten sind unprofessionell. 90% der Unternehmen sind sehr unprofessionell. Und das merkst du schon an Kleinigkeiten. Und ich sage das auch mal so hart. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über eine Messe laufe bei uns und ich sehe, wie der Stand konzipiert ist, dann sehe ich schon, ist hier Exzellenzniveau oder nicht. Und das fängt bei kleinen Dingen an. Weil zum Beispiel, wenn ich über eine Messe laufe und ich sehe, okay, alle haben exakt das Gleiche auf ihrem Banner draufstehen und keiner hat sich einen Teppich gelegt. Und keiner hat sich wirklich Gedanken gemacht über das Standkonzept. Dann denke ich mir, okay, wenn du so dein Standkonzept machst, wie machst du die anderen Dinge in deinem Unternehmen? Ist jetzt eine harte als Abstraktion, aber am Ende entscheiden wir häufig in Millibruchsekunden, wie wir etwas einschätzen. Und ich bringe immer dieses blöde Teppichbeispiel, aber ich muss es jetzt auch wieder bringen, weil ich immer sage, ich gebe dir das wirklich ein gutes Beispiel. Teppich zu legen, okay, auf dem Messestand, das kostet 10 Euro den Quadratmeter, das kostet gar nichts, das kostet dich 100 Euro und du hast einen Teppich. Der Stand sieht dreimal so gut aus, mit Teppich wie ohne Teppich. Trotzdem gehe ich immer wieder über diese Messe und sehe, 60% haben keinen Teppich. Und dann sage ich mir so, ja, aber warum nicht? Ja, warum machst du nicht diese, warum gehst du nicht diesen kleinen Extra-Schritt und machst nochmal ein Meeting, wo du sagst, wie könnten wir der geilste Stand sein auf dieser Veranstaltung? Und genauso musst du, wie du das machst, wirst du auch andere Dinge in deinem Unternehmen angehen. Und diese Liebe zum Detail, das macht für mich erfolgreiches Unternehmertum aus. Zwei bin ich zu 100% bei dir, ne? Ich glaube, zwei Sachen spielen vielleicht rein. Zum einen kann ich mir vorstellen, dass viele Leute zu viel auf ihrem Tisch haben, Mit ne? Sicherheit. Dass ihnen sozusagen die Zeit fehlt. Aber das zweite Argument, was auch in dein zu reinspielt, ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch die Kreativität ein Stück weit fehlt. Oder zumindest die richtigen Fragen zu stellen. Ich kann mir vorstellen, bei vielen gäbe es gar nicht dieses Meeting, sondern zu sagen so, husch, husch, wir sind da bei einer Messe, ne? Wir kriegen zumindest irgendwie das Gröbste zusammengetackert. Aber diese Frage, die du auch gerade gestellt hast, die so wertvoll ist, so, wie können wir da einen richtig geilen Job machen, ne? Also wie können alle bei Ja. unserem Stand landen und nochmal wirklich alle anderen in den Schatten stellen? Die wird wahrscheinlich gar nicht gestellt und das ist so schade, weil, wie gesagt, wenn man schon das Geld ausgibt und dort präsent ist, wäre ja das Schlimmste, wenn man einer von vielen ist und nicht raussticht. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen unsere Marketingbrille, ne? Vielleicht, ja, also ich kann ja nur sagen, also dieses Denke, das war jetzt ein Beispiel, das wende ich auf alles an. Also wenn ich jetzt mir die Frage stelle, wenn du This is Marketing besuchst, dann frage ich mich, wie ist deine Experience, wenn du ankommst und von Anfang bis, okay, der kommt rein, wie kommt der rein? Ist da jetzt, was ist da für ein Boden gelegt? Wie ist das? Ist das ein geiles Gefühl? Wie unterscheidet sich das von anderen Veranstaltungen? Und genauso bei OnePage, wo ich mir die Frage stelle, okay, wie ist denn deine Erfahrung, wenn du jetzt dann anfängst, mit der Software zu interagieren und zu arbeiten? Und ich glaube, dass dieser Gedanke halt sehr wertvoll ist, weil das ist am Ende sehr user-centric, also es ist ja kundenzentriert. Du stellst dir immer die ganze Zeit die Frage, was denkt eigentlich der Kunde, wenn er das jetzt von außen sehen würde? Und das davon eine Prise mehr würde vielen Unternehmen gut tun. Und witzig ist ja auch wirklich, das glaube ich auch etwas, was Amazon ja krass in ihren Grundsätzen verankert hat, dieses
we are user-oriented company, ne? Und alle haben das, glaube ich, so belächelt, so, ja, welche Firma ist denn nicht user-oriented, ne? Aber so wie du das beschreibst, glaube ich, kann man sich wirklich zu 90% kann man sich selbst erwischen und andere erwischen, so, ja, wir natürlich haben alle den Gedanken, dass es um Kunden sozusagen gebaut ist, aber das, was auch Amazon da nochmal gemacht hat und dass wir wirklich auf alles, was wir tun, drauf gucken und überlegen, wie kann man es nochmal ein bisschen besser machen, ich glaube, da sind wenige mit dem Gedanken irgendwie unterwegs, ne? Ja, das ist halt, aber das ist eben auch der Vorteil, wenn du nur eine Sache machst, irgendwann gehen dir die Ideen aus, dann kannst du nur noch besser machen, was du schon machst, ja. Und dann hast du auch sozusagen eine Zwangsläufigkeit, dass du dich da mehr drum kümmern musst. Ja. Um so ein bisschen auf die Zielgerade vom Interview auch so zu kommen, ich habe das Gefühl, das würde ich noch ein bisschen so beleuchten, gerade Agenturmarkt sozusagen, man hat das Gefühl, auf internationaler Ebene gibt es einen riesen Hype irgendwie, ich weiß nicht, ob du über Leute so wie Iman Gazi oder so mal gestolpert bist auf YouTube, die irgendwie für so einen riesen Trend gesorgt haben, dass jeder irgendwie eine Agentur sozusagen gründet. Hast du da vielleicht im positiven Sinne Tipps für Leute, die wirklich dieses Geschäftsmodell angehen wollen, worauf es bei einer Agentur sozusagen ankommt, was vielleicht so die Schlüsselerfolgsfaktoren sind, um sowas zum Fliegen zu bekommen? Weil ich habe das Gefühl, auch da wird viel über Akquise, über Marketing, über Kundengewinnung geredet. Gleichzeitig gibt es aber auch in ein paar Videos so Gegentrends, so Hauptsache, du bringst deinen Kunden Ergebnisse, dann wird alles irgendwie leichter. Und es wäre spannend, auch aus deiner Erfahrung mal zu hören, eine erfolgreiche Marketingagentur auch über Jahre geleitet zu haben, was da so deine größten Learnings waren. Also ich würde auf jeden Fall jedem, der neu in diesen Space reingeht, sagen, dass er sich sehr stark darauf konzentrieren muss, dass er Proof produziert und dadurch seine Brand aufbaut. Okay. Also am Ende, der Proof ist ja, das ist der älteste Mechanismus der Welt, und der funktioniert aber immer noch am allerbesten. Mhm. Wenn du Proof hast, dann hast du Kunden, weil du kannst beweisen, dass das, was du tust, Ergebnisse produziert. Mhm. Und das heißt, ich glaube, es ist das wichtigste, Case Studies zu produzieren und nachweislich nachzeichnen zu können, wie man in einem speziellen Nischensegment sehr großen Erfolg produziert hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kannst du dich nicht mehr abgrenzen. Weil ich auf jeden Fall, was ich ja sehe, ist, nehmen wir den Recruiting-Sektor, okay? Also der ist ja wirklich stark voll am Wachsen in Deutschland, ja. Stark am Wachsen. Und wir haben jeden Tag bei OnePage, also im Schnitt mindestens 3-4 Recruiting-Agenturen, die eine Paid-License machen, jeden Tag. Und keine kleinen. Krass. Jeden Tag mindestens 3-4. Wir haben Hunderte, die nur Recruiting machen. Und wenn ich das, und ich sehe die ganzen Seiten von diesen ganzen Recruiting-Agenturen, und ich gucke mir die immer an und gehe ab und zu mal so durch die Kundenseiten durch, und wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich halt, dass die halt alle sehr, sehr ähnlich sind, logischerweise. Von den Claims und von dem Promise ist das halt alles super ähnlich. Und natürlich wird sich irgendwann die Frage stellen, okay, wohin geht jetzt dieser Markt? Und da wird es eine Marktbereinigung geben müssen. Ja. Und dann werden sich diejenigen durchsetzen, die halt auch eine gute Delivery haben und das halt auch gut nach außen tragen, dass sie eine gute Delivery haben. Die werden sich halt am Ende positionieren können. Und ich glaube, die Frage, wie kann ich da mich abgrenzen? Wie kann ich einen Unterschied haben, auch auf meiner Seite, auch mal mutig sein, was anderes auf die Seite machen als alle anderen? Das ist, glaube ich, ein Schlüsselpunkt, um als Agentur sich durchzusetzen. Neben den anderen Dingen, die du natürlich dann kannst, also klar, du musst Vertrieb können. Vertrieb wird schwieriger, das heißt, du musst exzellent Vertrieb beherrschen, du musst deine Outbound-Strategie drauf haben. Das ist alles richtig. Aber wenn du keinen Proof hast, ist halt alles schwerer. Mit Proof wird alles leichter, das würde ich genauso unterschreiben. Also das ist nochmal gut, dass du das sozusagen sagst, weil ich glaube, viele Leute sind zu sehr im Außen und in der Akquise irgendwie getrieben und so Hauptsache Kunde kommt rein und dann machen wir irgendwie eine mittelmäßige Delivery und ich glaube, das ist extrem schwierig aufrechtzuerhalten und wenn dann eine Marktbereinigung kommt, dann bist du auch der Erste, der glaube ich da wahrscheinlich weg ist, ne? Und das Ganze nicht funktioniert. Ja, das ist spannend zu hören, dass diese fundamentalen Sachen sich über die Jahre irgendwie nicht geändert haben und ich glaube auch sich nicht ändern werden. Aber dass es immer wieder so Trends gibt, wo die Leute sagen, ja, da springen wir jetzt irgendwie drauf und das geht los. Ne? Aber es ist auch nicht einfach. Witzigerweise, ich bin mal im Kurs von Sam Owens vor, keine Ahnung, gefühlt 8 Jahren drüber gestolpert und er hatte dieses coole Bild von Monkey See, Monkey Do. Ne? Also, dass die Leute auch etwas sehen und dann einfach 1:1 umsetzen. Und heute witzigerweise auch gerade mit dem Content bezüglich LinkedIn-Marketing, den wir rausgeben, ne? Erwische ich mich halt auch. Vieles kommt einfach wirklich, ich guck nicht mal links und rechts, was andere machen, habe ich nie gemacht, ne, weil ich irgendwie keine große Inspiration daraus bekommen habe, sondern meistens aus ganz anderen Bereichen. Viel Sachen sozusagen publische, rausgebe und dann irgendwann Claims, Folien, Konzepte links und rechts wieder sehe, ne, und denk mir so,
es ist leider nicht die Formel, ne, sondern sich selbst auf sein Geschäft sozusagen konzentrieren, anders zu sein, ne, und genau nicht das zu nehmen, was die anderen machen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, damit sowas zu fliegen kommt, ne. Auf jeden Fall. Hey Marcel, es war mir eine große Ehre, dich heute hier im Interview gehabt zu haben. Für alle Leute, die so ein bisschen tiefer in deine Projekte sozusagen einsteigen wollen, ne, wo melde ich mich für OnePage an und wo sichere ich mir mein Ticket für This is Marketing? Es ist ganz einfach. Also unter onepage.io kann man einfach einen kostenlosen Account erstellen, einfach ausprobieren. Und erst, wenn man wirklich sagt, ich will eine Seite live stellen, eine Domain connecten, dann muss man auch erst was zahlen. Deswegen lade ich alle ein, das einfach mal für sich selbst zu testen und zu schauen, ist das was für dich? Und thisismarketing.de, da ist dann verlinkt die Eventseite, event.thisismarketing.de. Und da kann man sich sein Ticket sichern. Und wird auf jeden Fall eine fette Party. Wir erwarten bis zu 3.000 Leute dieses Jahr in der Messe Frankfurt. Ja. Und stecken da jetzt schon ganz, ganz viel Zeit rein. Ich glaube, wenn man Marketing ernst nimmt, dann sollte man das nicht verpassen. Ja? Dann sollte man unbedingt dabei sein. Kannst du schon zum Line-Up was sagen, wer da die Highlights sind? Oder ist das schon noch zu früh? Steht auch schon einiges auf der Webseite. Vieles ist noch nicht veröffentlicht. Also wir die Besten kommen noch, meinst später. Du? Da kommen noch richtig gute Speaker, genau. Ja, aber einiges sieht man ja schon auf der Seite. Da kann sich jeder gerne mal einen Überblick verschaffen. Ne? Perfekt. Vielen, vielen Dank dir, Marcel. Ja, danke dir auch, Robert. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.